So, hallihallo, Freitagabend, der 21.06. Herzlich willkommen bei Black Forest Poker, eurem Kanal für RFID Home Games. Herzlich willkommen zum Livestream, herzlich willkommen zum Replay auf YouTube, wenn ihr das guckt. Wir haben wieder eine Top-Runde am Start. Heute 7 Spieler, 7-handed. Eventuell spielt der Dealer mit, was da wieder unser Dealer-Tentakel ist, aka Cash in Bar. Wie immer würde ich vorschlagen, wir gehen direkt an den Tisch und schauen uns die Action an. Dann zeige ich euch auch mal, wer alles spielt. Schalten wir mal um. Ah, ich sehe gerade, ich habe drin noch nicht umgeschaltet auf die richtige Einstellung, deswegen haben wir das noch nicht. Eine Sekunde. Jetzt haben wir sie. Okay, unser Line-Up heute. Vize, Bramaroon, wir haben Pfeifenwegs, Cash and Bar als Spieler, Dealer, Operator und Birkules, Fishy, Pocahontas und Kevin zu guter Letzt. Das heißt, wir haben 8 Spieler. Also, schalten wir uns mal den Tisch dazu und dann können die eigentlich direkt anfangen. Ich schalte mal das Spiel live, meine Rübe aus dem Bild, und dann schauen wir uns mal die Poker-Action an. Ich bin sehr gespannt, was heute geht. Lange Pokerpause liegt hinter uns, Urlaubspause, Krankheitspause. Wir haben jetzt gute 5 Wochen nicht gestreamt. Umso heißer sind wir, umso heißer sind die Leute am Tisch. Ich bin gespannt, was heute geht. Ich schmeiß mal rein. Und ich bin gespannt, wie Cash in Bar hier selber performt, der ja dealt, spielt und hier alles bedient im Stream. Das wird spannend. Wenn du nachher noch Hand so viel eins. Und ich habe aber quasi eher normales Überreinspiel, wo du zwei Pimmel hast. Mit dem Open Race, Cut-Off, und Cash and Bar direkt hinten dran mit der 3-Bet. Der will hier Action machen, Action geben. Du hast, denke ich, 5 Kabel in der Mitte lagen, 7, 3 Beine. Oder sowas. Aber das war dann das andere Poker. Zieht ihr direkt den ersten Pot. Fishy hat keinen Bock, gegen Kader zu spielen, out of position. Cash and Bar macht die erste Hand klar, setzt gleich mal ein Zeichen auf Tisch. Das ist doch ein guter Anfang. Auftrag nach Mars hier für unser Dealer-Tentakel. Orakel. Macht er sehr gut. Ja, ich hoffe mal, dass heute die Technik gut und stabil durchläuft. Hab mir hier auch den Livestream selber aufs Tablet gemacht und mit einem Knopf im Ohr habe ich die Soundlevel so ein bisschen im Griff. War ja beim letzten Stream ein bisschen ein Problem, dass wir massive Probleme mit den Soundlevels hatten. War leider nicht so gut. Ich hoffe mal, dass das heute besser passt und dass es vor allem dann auch auf der Aufnahme passt, weil die ist uns leider das letzte Mal abgeschmiert. Und das hat man wirklich auch deutlich gemerkt, dass die Soundqualität da leider nicht mehr regelbar war. Die Twitch-Aufnahme ist da leider nicht so gut. Aber gut, schauen wir uns mal an, was die Protagonisten heute zu tun haben. An Rübe aus dem Stream. Rein in Hand Nummer 2. Hier sehen wir Kevin, unseren Starspieler, direkt eingeflogen aus der Nähe. Hat wie immer ein perfektes Poker-Outfit und eröffnet hier Under the Gun. Alle rausgehen. Ach, bist du Tentakel heute? Spielst du mit? Ja, kriegt hier aber 3 Caller im Vergleich zu Carlos. Mit Kevin will jeder spielen, mit Carlos will keiner spielen. Das würde mir schon mal zu denken geben, Kevin. Auf alle Fälle sieht er gut aus, der Kevin in 4K, unserer Main-Kamera. Ich hab gar nicht geguckt, was die erste Mal das Board an. Nummer 8,5. Aber du aber. Wir eins checken zu Kevin. Und da kommt die Conti-Bet. Ja, Viertel-Pot, kleine Conti-Bet. So ein Gemüseboard. Kevin nur mit Backdoor-Outs hier. Will am Potter erstmal klein halten. Kevin gewinnt die zweite Hand. Ist selber überrascht, wie einfach das ist. Und dann werfen sie weg. Hat es da endlich mal getroffen? Du wolltest extra klein spielen, damit du War zu auffällig. Ja. War zu auffällig. War zu auffällig, Kevin. War zu auffällig. Holger, dass ich so gute Hand habe. Ja. Sag das mal. Ja, war schon sehr auffällig. Du willst gern wissen, auch von einem Profi. Nicht hier von den Quacksalbern, die am Tisch sitzen. Was für nett.
Ja, war schon auffällig, war eine sehr gute Hand. Musstest du so lange. Ja, Hand Nummer 2 gespielt, wir gehen direkt in Hand Nummer 3. Was mir schon mal aufgefallen ist, ich muss gleich nochmal was umstellen am Tisch, an der Kamera und am Ton. Der Ton ist noch leicht unsynchron, das werde ich dann gleich machen nach der Hand, in der kurzen Unterbrechung. Und dann klappt hoffentlich alles. Wie immer beim Livestream gibt es immer was zum Einstellen und zum Umstellen. Hand Nummer 3. So, jetzt muss ich kurz hier. Ram Rune, auch mit Sonnenbrille heute. Im WM-Outfit, EM-Outfit, wobei er eine Kanada-Mütze auf, also von daher international im Outfit. Maroon eröffnet hier auf 6 bis 1. Jetzt geht's. Fort. Und da haben wir dann die zweite Hand, die gegenhält. Birkles mit der 3-Bet, kleine 3-Bet auf nur 1,50. Und Kevin ist motiviert, will hier gleich in die Hand. Du wirst wahrscheinlich hier in der Hand mehr verlieren wie in der anderen Hand sehen, aber nicht so. Maroon macht keine Gefangenen. 4-Bet. 5-Large. Investiert hier den halben Stack. Wirkt nur mit dem Cold Call. Interessant. Nur mit dem Cold Call. Hand Nummer 3. Ich habe noch keine Ordnung in den ersten zwei Händen. Das ist total ungewöhnlich. Ja, stimmt. Holger hatte schon Angst dabei. Durch den Cold Call hat Kevin jetzt natürlich tatsächlich eine Entscheidung. Kriegt ihr langweilige Runde. Gute Orts. $2.50 for $11.50. Findet aber den Fold. Mhm. Schauen wir mal. Die Frage ist, was du meinst. War Fold Quatsch oder Quatsch? Maroon darf zuerst. Noch uns bringt. Den König sehe ich schon mal. Ja, die dritte Karte nicht eingelesen. Ein überraschendes Recht. Weil ich jetzt gar nicht habe. Dritte Karte 6. Und Maroon stellt hier rein in der Hoffnung, dass der Gegner irgendwie 10er oder Jungen hat. Aber der König trifft natürlich hier perfekt. Tja. Ich war ganz gut auf dem Board, ja. Form. Ja, geht es auch ein bisschen länger? Jetzt greift Kevin noch mit ein. Die Hand ist abgestürzt. Ja, jetzt hat es der Kevin geschafft. Sehr gut. So, Magic Kevin hat es geregelt. Also, All-in und Call. Genau. Die erste Lage. Einmal. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Ich habe so ein Gefühl gehabt, dass ich gewinne. Bis jetzt noch zwei. Und die 4, also sicherer Runout hier für Birkules. Nice Hand hier. Okay, also haben wir die erste Lage schon durchgebracht in Hand Nummer 3. Hatte diesmal immerhin gedauert. Normal ist es ja eigentlich in der ersten Hand schon so, dass die Stacks reingehen. Cash in Bar wird es ja nie bei verteilen. Ich stelle euch mal kurz die Totale ein, weil ich jetzt am PC drin noch was umstellen muss, dass wir wieder synchron sind vom Ton her. Genau, und so lange bin ich mal ganz kurz weg. So, damit sind wir zurück im Pokerspiel. Ich habe alles eingestellt. Werde ich natürlich fürs Replay alles rausschneiden, diese kurze Länge. Dann hoffe ich mal, dass jetzt alles funktioniert und problemlos durchläuft. Ich habe auch mal ein Kaltgetränk geholt. Oh, schauen wir mal, was passiert. Pocahontas hier mit dem Straddle. Cash and Bar erhöht auf 95. Interessant.
will hier offensichtlich die Action von vorne ein bisschen diktieren. Was war das jetzt? 95? Mit spekulativen Händen hier reinkommen. Kriegt aber hier zwei Caller Feeds am Button. Und Pocahontas mit King 7 suited. Auch natürlich. Herr Carlos, die Karte ist angekommen. Ah, geil. So, Board kommt runter. Dame 7-8. Achso, nee, dann. Interessant, dass wir jeden was dabei. Jetzt habe ich immer eine Postkarte von der Fat Lady. Pocahontas mit dem Middle Pair. Fashion Bar. Auch mit dem Middle Pair. Aber ich fand jetzt gar nicht so dramatisch. Also. Zwei Triple Pot, das ist die Conti-Bet. Vize mit dem schnellen Call. Und Pocahontas mit dem Treffer, wird das interessant. Ich habe schon gedacht, ihr habt so irgendwas geschrieben über diese Anwendung, so, was sie vielleicht auch explodieren lassen könnte, aber das war alles harmlos. Was denkst du denn? Ja, das ist anständiger als ich. Neben steht da jetzt 2-10. Ja, weil Pocahontas als erster dran war und Cash and Bar hat die Bet bei Pocahontas eingetragen. Wahrscheinlich hast du bei dieser Bet gemacht. Ja, und nicht bei dir. Ja, genau. Dann musst du callen jetzt. Du hast vergessen bei mir den Check zu machen. Genau, den Check. Durchsage. Durchsage, einfach Call. Einfach cool bleiben. Einfach Call. Cool. Das verändert das nicht. Nee, es gibt keine Post-Block. Okay, also haben wir kurz geklärt. Cash and Bar kurz verwirrt. Da sind wir doch vielleicht ein bisschen viele Aufgaben auf einmal. Schauen wir mal, was der Turn uns bringt. Eine 7. Oh, interessante Karte. Die verbessert hier natürlich die Hand von Pocahontas und von Cash and Bar selber. Macht Spaß. Pocahontas diesmal mit dem Check richtig eingegeben. Cash and Bar hat jetzt die Option, weiterzuspielen. Und drückt hier voll aufs Pedal, aufs Gaspedal. Na, Potsize hier, geht's rein. Ich spieze jetzt hier mit dem Flashdraw. Ja. Findet noch die Reißleine. Wo kommt das natürlich mit dem Call? Natürlich mit dem Call. Showdown. Und schlechte Nachrichten für Cash and Bar. Pocahontas sagt's. Oh, geil. Okay, one time, oder? Ja, ja. Case 7. Es kommt halt auch eine 5, ne? So. Oh, nee, komm schon. Nicht jedes Mal. Du hast vorhin schon die 5 angesagt, dann sehen wir nicht. 9 kommt. Nice Hand hier von Pocahontas. Also, dann gibt es nochmal einen kurzen Chip-Count und Pocahontas kriegt die Lage von Cash and Bar. Interessante Hand, da wollte er wohl in die Action reinkommen und mal einen raushauen direkt am Anfang vom Stream. Umbauen. Ging leider ein bisschen nach hinten los. Pocahontas hier mit dem glücklichen Ende auf ihrer Seite. Seid ihr gegönnt. Ja, und gönnen ist das richtige Stichwort. Mir sei auch was gegönnt, nämlich das Getränk des Tages. Gönne ich mir jetzt mal. Eigentlich ist ja der Kevin dafür verantwortlich, mir immer ein Getränk zukommen zu lassen als Moderator, mit dem er mich quält oder manchmal auch was Gutes tut. Ich habe mal selber was gekauft, Spontankauf in Edeka. Red Bull Golden Eagle Energy Drink. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das war im Kühlregal, hat golden geblinkt und wie ein kleines Kind habe ich natürlich zugegriffen. Und werde es jetzt mal trinken, weil ich brauche jetzt, glaube ich, auch einen kleinen Energieschub. Ich habe so viel verloren. Oh. Riecht nach Red Bull. Ich habe irgendwann mein Normalleben im Alltag. Ja, keine Ahnung, ob es jemand kennt. Nicht zum ersten Mal. Aber hier? Irgendwie ist das anders als normaler Red Bull. Golden Eagle. Steht auch gar nichts weiter dabei, was das sein soll. Ob das eine Spezialvariante ist, hat es mir etwas gegeben. Muss ich ja alles gucken lassen. Ja, keine Ahnung. Also gefühlt einfach weniger süßer, saurer Red Bull. Ja, schade. Da hätte ich gern was anderes gehabt, aber ich darf wohl trotzdem trinken. Feuerwehr kommt auch schon. In diesem Sinne weiter geht's. Ja, oder verbrannt. Hand Nummer 5. Oder dein Dienst jetzt gemacht, Klappbach. Ja,
Fischi wird hier eröffnen. Kurios, ne? Aber das ist auch nur Zahlen halt. Das ist auch nicht 40. Ja, ja, englischer Profifußballer. Alex hier mit dem höheren Pocket. Mal, was er draus macht. Danach zu Hoppenheim. Calls hier. Ja, wäre eigentlich auch ein guter Spot gewesen für einen Re-Race. Gibt natürlich den Spielern hinter sich die Möglichkeit, hier im Spiel zu bleiben. Gerade so aggressive Spieler wie Kevin werden es ausnutzen und hier ein Squeeze-Play auspacken. Macht er hier auch in dem Fall am Button. Schauen wir mal, wie die Spieler darauf reagieren. Fischi mit dem Call. Und jetzt ist natürlich wieder die Call-Runde eröffnet. Ich sehe gerade, der Menges ist da. Sally Menges. Grüß dich. Am Tisch geht schon was. Ja. Ich glaube, die Leute sind heiß aufs Pokern. Schauen wir mal. Drei Corner. Der Board kommt runter. Oh, interessant. 7-5-4 mit zwei Herzen. Natürlich jetzt auch eine gute Hand für den Kevin hier zum Fortführen, wenn kein Spieler agiert und alles im Hinchecken. Aber Fischi will nicht checken. Fischi donkt rein. 2,50. Mit dem Overpair. Guckt auf den Kontrollmonitor, guckt auf seinen Stack und foldet. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, Fietz auch mit dem schnellen Fold und Kevin hat jetzt die Entscheidung, wieder die Hand weiterspielen. Da ist es wieder. In und Fischi wird hier nie folden, kann ich mir nicht vorstellen mit dem Open Ender. Warum sollte er sonst rein donken in die Hand? Natürlich für Kevin eine Katastrophenhand, die Sechser. Ja. So, One Time oder was wollte er? Das ist doch gut für dich, oder? Da kann er nicht viel machen, der Kevin, ne? Da haben schon viele Outs da. Schade Schokolade. Aber nur wenn die 7 dann noch kommt. Wollt ihr einfach einmal, oder? Ja, wie oft lassen sie spielen? Einmal. Okay. Schauen wir mal, was der Dealer bringt. Oh, jetzt die 8. Hier sind die Straße. Nur noch Split-Pot-Outs für Kevin. Und da ist die 9. Die hätte pfeifenwegs das Set gemacht, aber Fischi hier mit der Straße gewinnt hier easy den Pot. Nice Hand hier von Fischi. Zumindest nice Ergebnis. Es kommt ja kein Fullerchen. 3-9er, dann tut es. Ja, okay. Genau, 3-9er hat er richtig erkannt. Also, gutes Ergebnis hier für Fischi. Ob er die Hand gut gespielt hat, kann jeder für sich selber entscheiden. Weiß nicht, ob das das beste Play ist, da in den Pot rein zu donken, auch noch so klein. Ist sicher eine Option, aber mit 4 Leuten hinten dran. Also, da wird er keine bessere Hand zum Folgen bringen. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Insgesamt muss man sich überlegen, spielt man da Bad Call, Preflop, wie spielt man die Hand. Das Ergebnis gibt ihm recht und wer die Hand gewinnt, hat sowieso immer recht. Okay, also weiter geht's hier mit der Runde. Cash and Bar hat es hoffentlich noch im Blick. Der gibt es nämlich gerade mit unserer Software die Revise ein. Neues Feature für uns, für außen nicht ersichtlich, aber große Erleichterung für uns am Tisch. Man kann jetzt direkt einfach die Revise über unser kleines Control Panel eingeben. Richtig gut, hat unser Programmierer, der Matthias, frisch fertig gemacht. Ist für außen, wie gesagt, nicht auffällig, aber eine enorme Erleichterung. Also, so, und Pfeifenwix jammert immer noch seinen Neunern hinterher. Genau, der Mensch schreit zum Chat, aber... Mit der Hand hätte er halt auch auf die Mütze gekriegt. Schade Schokolade. Weiter geht's mit Hand Nummer 6. So, zweimal. Yes, und ich nehme noch einen Schluck von diesem wirklich sauren Red Bull Golden Eagle. Also kann ich keinen empfehlen. So, ich mache aber kurz mal das Fenster auf. Hier ist nämlich enorm warm. Hier würde ich auch nehmen. Was für eins? Silber, das glaube ich, trinke ich gerne. Ja, ja, passt. Walter, auch wenn noch was, wenn es hat, ja? Rotes oder? Nee, weiß. Silber. Silber. Ja, Silber. Silber und Rot. 1-10. Was? Ah, oh, sind wir schon bei mir. So, weiter geht die wilde Fahrt. Wir haben Straddle und Doppelstraddle. Wieder die Damen. Und Bra Maroon hier am Button mit der Starthand.
Aber nur mit einem wirklich Mini-Race? Race of 2. Das ist natürlich zu klein, um irgendjemanden zum Folden zu bringen. Schafft es aber trotzdem, dass die Straddles folden. Und Birkula ist jetzt hier mit der 3-Bet. Ob das Sinn macht, gegen den vermeintlich Titan Maroon hier zu 3-Betten. Aber gut, er macht's. Und der mit dem Call. Schnelle Entscheidung hier für Maroon. Die gebe ich auch noch. Ja, wer den Birk kennt, weiß, dass er gerne 3 bettet. Von daher ist hier der Cold Call auch gar nicht so verkehrt von Maroon. Board kommt runter, Ass hoch. Birk. Birk von vorne weg mit der Conti-Bet. Halber Pot. Das macht schon richtig schön, das Deck, oder? Der geht voll gleich wieder durcheinander. Und da ich konsequent genug bin, also ja. Maroon mit dem Fold, wow. Also, da geht die Taktik von Birk auf. Aber auch nur, weil das Ass kommt. Und Maroon hat offensichtlich Angst vorm Ass. Schmeißt die Zehner hier weg. Birk mit einem guten Start hier in die Session. Also, sehr loser Spieler, unser Birk. Wer zuguckt, regelmäßig kennt ihn ja und weiß, dass der wirklich extrem viel 3 bettet und auch extrem viel Conti bettet und extrem viel Calls. Von daher sind der Zehner eigentlich zu stark, um auf die Conti bet zu folden. Ja. Aber Maroon will es vielleicht ein bisschen langsam angehen lassen, macht er auch an der Stelle. So, ich nehme gerade nochmal einen Schluck von diesem Golden Eagle. Dann habe ich es endlich hinter mir. Ich glaube, da muss man es aufhalten, was? Solange man es auf dem Kopf hat. Ja. Ich werde doch besser Bier trinken sollen. Naja. Danach vielleicht. Weiter geht's mit Hand Nummer 7. Der kennt es heute, aber hier nicht zu gewinnen. Da ist das. Also da ist schon mal der erste Fehler. Ja, eben. Pessimistisch. So. Jörg nutzt gleich seine neu erworbenen Chips für einen Straddle. Kevin im Poker-Modus. Ja. Mit dem Race. 75 Fische hier. Fold. Ich bin auch raus mit Fold. Wieder mit der 3-Bet. Also, den Spieler könnt ihr euch schon mal merken. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Kevin hier foldet. Ja, callt ja auch nur. Ich spiele doch Deutschland. Ja, das Board mit der 8. 5 Junge. Interessant. 25. Kevin hier mit dem Gutshot und Birk mit dem Treffer. Birk wieder mit der Conti-Bet, gleiches Muster. Der geübte Zuschauer erkennt es. Da kommt die 10. Interessante Karte. Macht den Flush. Vervollständigt auch diverse Straßenmöglichkeiten. Hält den Birk aber nicht davon ab, hier weiter Gas zu geben. 3,50. Und bei dem Stack, den Kevin hinten dran hat, wird er sicherlich auch wissen, dass ein All-In hier nichts bringen wird, weil Birk ja gar nicht mehr folden kann oder auch nicht folden wird. Ja, guckt er sich wahrscheinlich jetzt auch selber an, seinen Stack. Dann wird schon denken, das wird nichts. Nee, er foldet. Ich dachte schon, als Hand hier von Birk. Ich dachte schon im ersten Moment, der Stream wäre eingefroren oder hängt, aber es war nur Kevin, der getankt hat. Von daher alles gut. Atmen, atmen, weiter geht's. Birk mit dem nächsten Pot, also der gibt hier von vorne Gas im ersten Orbit. Ich glaube, der will es wissen heute. Hat er im Verlauf der Staffel sehr, wie sagt der Banker, volatil gespielt. Also viel Action gemacht, viel Action gegeben, viel gecallt, viel gebettet. Dementsprechend auch sehr swingy sein Graf und auch nicht ganz so erfolgreich. Der hat ein paar Mal doch abschenken müssen. Umso mehr würde ich ihm heute mal wünschen, dass er eine gute Session hinlegt. Und der Start ist eigentlich ein Auftakt nach Maß, ähnlich wie Deutschland bei der EM. Birk geht hier vorne weg und will das Tempo vorgeben. Schauen wir mal, ob er das halten kann. Hand Nummer 8 und nach der Hand Nummer 8 gibt es dann auch schon die ersten Stats. Wie gewohnt, jeder Orbit einmal Stats-Runde von uns. Ace. Fadenwix limmt hier rein. Kevin eröffnet.
Ace King. Ich folde. Okay, Fischi am Backen hier mit dem interessanten Call. Fünf Spieler. 8-8-2. Knochen trocken. Kevin nicht mit der Conti-Bet. Interessant. Das nutzt aber Maroon hier aus. Mit der Sonnenbrille. Ich hoffe übrigens mal, dass der Straßenlärm nicht zu dolle ist heute. Ich habe jetzt gerade mal das Fenster aufgemacht, weil es ist einfach abartig warm und schwül hier drin. Feuerwehralarm, Achtung! Im Stream der Kartenwagen. So, Mikro wieder an. Also 5-5-8. Kevin macht wieder keine Gefangenen. Er kennt hier den Move von Maroon, die Schwäche von Maroon und ja, achte Hand. Check Race all in. Guter Schnitt, oder? Starker Move. Nice. Matze haut ein Abo raus. Nice. 40. schon. Sehr gut. Guter Mann. Stabil. Dankeschön. Steps, Holger. Sally. Genau, jetzt kommt die Steps-Runde. Cash and Bar sagt's. Und ich blende es auch direkt ein. Servus Matzepan, servus Matze, grüß dich. Also, die Stats nach einem Orbit. Wir haben Herkules, fast zwei Lagen im Plus. Pocahontas nach der Hand gegen Cash and Bar, eine gute Lage im Plus. Fischi nach der Hand gegen Kevin, eine gute Lage im Plus. Halbwegs Pizza, Cash and Bar, Kevin, Drumroon, alle im Minus. Aber das ist ja klar, nach einer Runde, das hat man nicht zu sagen, eine Lage hopp oder top. VPIP ist auch noch nicht so aussagekräftig, außer dass Birk und Kevin viele Hände spielen. PFR, hier haben wir Kevin und Birk als aggressivste Spieler und in der Winrate. Nach einer Runde gibt es da noch nicht allzu viel zu sagen. So, also weiter geht's mit Hand Nummer 9. Erst von der Dealenrunde. So, gucken wir mal, ob der Cash and Bar das hier hinkriegt, kriegt er hin, weiter geht's. Eine Rübe aus dem Bild und Achtung, Achtung, Gruß an den Tisch von Matzepan. Ah, Kevin, ein echter Kamera-Fernsehprofi. Er kennt sofort, welche Kamera aktiv ist und winkt ins Bild. Perfekt, Kevin. Macht er gut. In 4K sogar. Also nicht im Stream, aber zumindest 4K-Qualität. Sieht man schon, die Kamera macht das beste Bild. Extra für Kevin. Die beste Kamera natürlich. Nur das Beste für Kevin. Hallo. Ja, Kevin habe ich genötigt, heute diesen Gulliver-Hut aufzuziehen. Also weiter geht's mit Hand Nummer 9. Ich folge. Pizza eröffnet hier. Ja. Weiß dann schon, wo. Also, wenn es normal läuft, welche Kamera alles spielt. Kriegt ihr einen Haufen Calls. Birk ist wieder mit der 3-Bet. Also, immer Augen auf, im Hinterkopf behalten. Birk mit einer 3-Bet nach der anderen, nach der nächsten oder wie auch immer man das am besten sagt oder sagen möge. Kriegt aber jetzt dann auch langsam die Calls, weil die Spieler das dann auch checken, dass da nicht so viel dahinter ist. Und Maroon hat die Faxen dicke. So viel Dead Money. Bringt's rein. Nice Move. Nicht die Spieler der Menschen beeinflussen. Alle All-In. Ich wahrscheinlich über Freunde handeln, nicht pokern. Dirk mit dem Call direkt, Vize mit dem All-In. Hat auch nur noch einen halben Stack. Und Kevin kriegt jetzt die Mega-Odds und bringt die Lage auch rein. Also, jetzt haben wir ein richtiges Pokerspiel. Ich bin ja schon fest davon ausgegangen, dass du froh bist. Und Dirk tatsächlich mit der besten Hand hier. Gut, wir haben Maroon mit den Dreiern. Nominell die beste Hand, aber Ass 9 suited. Hat hier die besten Siegeschancen. Unfassbar. Also, nice Hand. Also, wenn doch 9, 5, 5, 5. Okay, Not gegen Elend habe ich schon mal auf der Seite. Also, ich hab Not.
So, dann hoffen wir doch mal sehr, dass Cash & Bar hier alles geregelt kriegt und diesen Pot auch gut verteilt kriegt. Ich würde sagen, wir treffen einfach alle nicht beim Live-Card. Okay, aber dann... Stopp! Ja. Gucken wir mal, was passiert. Alles nur Prägemente, oder? Ich würde sagen, Pink Flash. 4, 6. Du hast die Karte wieder zum Namen gesagt. Ah, fuck. 4, 6, 10, hat doch ein paar Karten. Nicht so nah am Lieder, oder? Ja, ich glaube, das ist ganz gut. So passt. Hier könnt ihr nicht eingelesen werden. Hier könnt ihr eingelesen werden, ja. So, da musste ich mal kurz beherzt eingreifen, bevor Cash & Bar Fehler macht. So, schauen wir uns das Board an. Und dann berechnet das falsch. 775, nice. Und eine 5 ist okay. Kevin freut sich schon, aber Vize floppt ja natürlich gigantisch. Reicht für 5. 9, okay, für Birk. Raus für Birk. Da kommt die 3 für Maroon. Nice. Mario Gomez verliert nie. Und so läuft es. Pizza am Ende. Maroon reißt die Arme nach oben, als ob er Europameister geworden ist. Ja, man muss ihn wissen, wann die kommen. Und Kevin alles sagt, Vize wird es weiter. Wie könnte es anders sein? Geile Hand, Leute. Perfekt. Quasi ein typischer Vize-Moment. Matze sagt hier im Chat, Vize am Ende, unser wahrer Vizemeister. Hart gelandet am Tisch. Maroon gewinnt die Hand am River. Nice Hand. So muss es sein. Ein richtiges Spektakel. Also 4 Spieler all in. Und am River entscheidet sich die Hand. Gucken wir mal, ob die jetzt den Stack auseinandersortiert kriegen. Ja, sei Maroon gegönnt. Der war jetzt auch schon oft dabei und hat leider nicht so viel Glück gehabt oder nicht so einen guten Lauf gehabt bisher. Von daher gönne ich ihm die Hand natürlich. Ich gönne es jedem, aber auch dem Maroon natürlich besonders. So, nice Hand hier. Nice Action. Also die haben sich richtig was vorgenommen. Das ist ja das Gute, wenn man ein paar Wochen nicht streamt, da sind die Leute richtig heiß und wollen es krachen lassen. Und das sieht man auch eindeutig. Da ist Motivation dahinter. So, ich habe jetzt auch nochmal Motivation, dieses Ding hier leer zu kriegen. Matze, leider kein Omega-Gedächtnis-Monster heute. Den gab es nämlich nicht. Ich habe mir einen Red Bull Golden Eagle geholt. Und bereue es, weil der wirklich nicht gut ist. Ja, ich war schon, das ist okay. Du warst schon bis zum River eigentlich hier vorne. Holger, also wirklich, besser ich nicht empfehlen. Gut. Die Chips kommen an den Tisch. Cash & Bar hat die Rebuys eingegeben. Das sollte jetzt funktionieren. Ich glaube, es funktioniert auch gut. Von daher geht es gleich weiter mit der nächsten Hand. Vor lauter Schreck ist der Fischi schon mal eine rauchen gegangen. Der steht hier schon hinter mir. Ich hätte viel lieber mit Flasch gewonnen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Hand Nummer 10. So, Matze schreibt, nächste Woche ist Monster am Start. Ja, sehr gut. Und ein Goodie gibt es auch noch. Bin ich gespannt, was das für ein Goodie ist. Freue mich schon. Sehr gut. Guter Mann. So, Hand Nummer 10. Kevin mit 9 Chips. Wird direkt auch wieder angreifen, wie ich ihn kenne. Ja, okay. Das wird den Kevin alles nur noch mehr motivieren, hier noch mehr Hände zu spielen. Ich folde auch. Kevin eröffnet auf 5 Big Blinds. Und Dirk am Button. Mit der 3-Bet, wie soll es anders sein? Ich kann mir vorstellen, dass der Kevin hier nur calls. Kevin wird jetzt sicher eine 4-Bet auspacken. Macht er auch sehr schnell. Das war eine schöne Karte. Und wer Bier kennt, weiß, der wird da nicht folden, der wird einfach callen. Kehrt zu alten Mustern zurück. Und so ist es auch. Also das sind schon Muster, das sind schon Schemata, die man hier erkennt als geübter Zuschauer des Streams. Von daher hätte ich an Kevins Stelle sogar noch einen Tick größer geraced, weil Birk ja sowieso callen wird. Aber gut. Ich glaube, solange Leverkusen ist, hier Board kommt runter, 9 hoch, 972. Was wird das nächstes Jahr mit Leverkusen?
Ach Gott, wer ist das denn? Kevin bringt die Lage direkt rein. Aber vorher hat Cash and Bar noch Probleme, die Karten einzulesen. Halten Sie zusammen, die Mannschaft? Ja, wahrscheinlich haben sie jetzt 2-3 Abgänge. Das vielleicht korrigieren, ja. Aber sie haben auch, ich denke, auch im Moment sieht es auch ganz gut aus, mit dem Zugang, was sie da neu bekommen hat. Der mit dem halben Zeitpunkt geschießt hat. Jetzt hat er es geschafft. Ich habe den Zeitpunkt haben wir quasi. So, also, weiter geht die Action jetzt. Bitte eingeben, Carlos. Kevin ist all in. Okay, also das war jetzt. Und Dirk hat jetzt die Option hier. Kriegt 1-2. Das war ein bisschen besser. Hat die Overcards. Und noch Vector out. Überlegt tatsächlich. Also Dirk ist wirklich ein Mysterium. Der überlegt auch noch mit der absurdesten Hand, ob er callen soll. Und wenn ich die Körpersprache richtig deute, will er das sogar auch noch callen. Weil einem Kevin hier vielleicht nur Ass hoch gibt. Einmal, zweimal. Und sich hier auch noch gut sieht von den Odds. Und jetzt. Kevin hat auch nur Ass hoch und Birk mit dem Call. Also, spannend. Interessanter Call hier von Birk. Kriegt er noch Outs. Vor einiger Outs. Und der River ist eine 5. Blank. Kevin zieht den Pot. Also nice. So, gut für Kevin, gut für Kevin. Wird Kevin wieder ein bisschen beruhigen. Nimmt ein bisschen Druck aus dem Kessel. Und, manchmal muss man sich trauen. Ja, aber das jetzt noch korrigieren. Wird ihn beruhigen. Ich habe jetzt 20. Klar. Okay. Und er hat mehr. Also, die Diskussion, es gibt noch einen kleinen Rechenfehler bei uns in der Software, bei einem Multiway All-In stimmt der Main-Pot, also quasi der den ersten Pot gewinnt, aber der Side-Pot wird gesplittet oder auf den falschen Spieler zugeteilt. Das ist noch ein Programmierfehler, Berechnungsfehler, hat unser Programmierer auf dem Schirm. Ist aber noch nicht geklärt, deswegen hatte der Kevin in der Hand zuvor noch was auf seinen Stack geschrieben bekommen. Kann der Cash and Bar jetzt aber einfach kurz anpassen und dann sollte das alles wieder stimmen, wenn er denn auch den Stack dann vom Birk anpasst. Wir schauen mal, ob er es denn hinkriegt. Ich bin gespannt. Immerhin hat er sich was vorgenommen heute, unser Dealer Tentakel. Er ist Spieler, er ist Dealer und Operator. Ich glaube, es ist ihm einfach zu wenig, da nur zu dealen oder nur den Operator zu machen. Carlos braucht es einfach. Die Action. So. Kevin auf alle Fälle gewonnen. Da werde ich doch gleich mal was zum Besten geben. So spielt man Poker. Habe ich heute noch gar nicht gemacht. Nice Hand, Kevin. Hast du gut gemacht. Richtig erkannt. Das Einzige, ich hätte Preflop, glaube ich, auf 8 erhöht oder vielleicht sogar All-In, weil auch das wäre wahrscheinlich gecallt worden. Jetzt gegen Dirk eine Option, eine valide Option. Vielleicht mit der Stack-Size wäre All-In ein bisschen zu viel gewesen, aber da kann man eigentlich gar nicht genug setzen oder genug erhöhen. Weiter geht's, Hand Nummer 11. Carambolage. Cordon Bleu. Ach, Französisch da auch noch, ich dachte vor dem. Voll daneben halt. Auf mir. Okay. So, ich habe jetzt diesen Pull endlich weg. Gott sei Dank. Der hat mir keine gute Dienste erwiesen. Danke, danke, danke. Ich race auf 35. So, und Cash and Bar eröffnet hier. Und kriegt direkt eine 3 von Dirk. Kevin auch raus. Ja, der hat doch nur mal geraced. Ah, scheiße, Mann, das hab ich nicht gesehen. Ja. 95 hat er gesagt. Alles sagen. Ja, 95. Er sagt 95, einer sagt, ich sag auch nochmal raced. Ja, sorry. Heute bist du ein Tentakel unterwegs. Cool. Dieser Dealer. Ja, so. Genau, die fand ich 60 noch, gell? Ja, also Carlos, nicht von der Tarantel gesprochen, kein Tentakel, eher eine Tarantel. Der ist heute vielleicht wild unterwegs, aber gut. Menges, danke fürs Abo. Sehr gut. Ich hoffe, der Sound hat funktioniert, keine Ahnung. Bei mir kam nichts aufs Ohr, das muss aber nichts heißen, weil unser Stream-Setup gerade ein bisschen verbuggt ist. Trotzdem, danke. Damit. So, Board kommt runter, 3-3 König, 4 und 9, die sind schon am River, haben hier wohl nur runtergecheckt und Cash in Bar macht am River hier sein Paar, damit man auch noch Value generieren kann.
Sig Tiger da auch kriegen von dir, kann ich mir nicht vorstellen, dass er hier foldet. Er will den Showdown sehen. Wie haben Sie gesagt, die hier noch den Value hier von Dirk. Es muss doch Hölle wehtun, wenn der ins Kopfball immer kommt. Sehr gut. Also, Sound kam, sehr gut. Ich nehme mal an, vor allem, dass die zugeschwollen ist. Cash and Bar hier mit dem Pot. Genau, Alerts, Sound, alles gute Stichworte. Wir sind ja gerade so mitten in der, wie nennt man das denn? Konzeptionierungsphase. Ja, deswegen. Konsolidierungsphase. Ich glaube, Konzeptionierungsphase. Unser Stream wird umgebaut, umgerüstet. Wir werden da den Juli nutzen. Ich habe eine Woche Urlaub. Ich habe schon mal Zeug bestellt. Es gibt einen neuen Computer, ein neues Sound-Setup, ich will die Alerts umstellen und. Dass wir für Staffel 3 einfach mal alles neu haben und dass alles funktioniert. Ich habe viel vor. Ich bin gespannt, ob es mir gelingen wird. Nur mal so als kleinen Teaser. Auch wenn wir die Staffel noch nicht zu Ende haben und Ende Juli noch die 12. Episode spielen werden. Aber da kann man schon gespannt sein. Der Pokerherbst wird. Ja, was wird er denn? Fantastisch. Anderes Wort wird dem gar nicht gerecht. Also, seid gespannt. Fantastisch wird dann hoffentlich auch diese Hand. Wir schauen mal. Pocahontas mit dem Straddle und Fischi mit dem Open Race. Aber es war nicht mein einziger Nasenbruch. Also, da habe ich schon einige. Ja, Menge schreibt es hier im Chat, Umbau-Vlog, da kommen dann auch wieder Vlogs. Ja. Ich war ja im Urlaub eine Woche in Spananien, habe Kraft gesammelt, Motivation gesammelt und jetzt geht's wieder los. Ab Juli, was der dann bald ist, starte ich wieder durch mit Projekten und Vlogs und Zeug und allem, einfach allem. Leider bin ich auch jemand, der so, Kevin, Maroon, beide hier mit dem Cold Call. Wir kommen das hier jetzt aus dem Straddle mit der 3-Bet. Ja, gut, Größe hier von dieser. Das will ich irgendwann mal machen, wenn ich mit dem Basketball aufhöre, weil. Was soll denn heißen hier? Ja, klar, natürlich habe ich Kraft gesammelt. Am Strand holt man sich, macht Siesta und tankt Sonne und Kraft. Wichtig. Also tanken, Sonne und so. Na? So, Pocahontas hier mit der dicken 3-Bet. Fischi folded als ursprünglicher Raver und Kevin hier als einziger mit dem Call. Okay, der hat jetzt die Chips. Beide mit 200 BB Deep. Interessanter Call. Ins Board kommt natürlich absolut Premium runter hier. Das ist ein Traum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kevin hier auf dem Board Action macht. Auch wenn er hier noch Backdoor Outs hat. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass hier Kevin den Flop callt, um dann einen guten Turn reinzubringen. Aber es ist natürlich in der Konstellation ohne Aussicht auf Erfolg. Ja, das ist wohl auch der Gedanke von Kevin tatsächlich, hier einen guten Turn zu erhaschen. Oh. Und die Herz 10 ist gar kein schlechter Turn hier für den Kevin. Board herzig. Herz macht er auch noch. Also seine Wahrscheinlichkeit hat sich jetzt deutlich verbessert. Und für Pocahontas jetzt natürlich auch die 10. Ja, eine Karte, die der Kevin hier repräsentieren könnte, wenn er den All-In gegangen wäre. Check behind. Interessant. River, eine absolute Blank. Kreuz 7. Gucken wir mal, ob Kevin hier den Trigger findet. Ist auch sofort ruhig am Tisch. Wenn der Poker Gulliver tankt, herrscht absolute Ruhe. Und für alle nochmal, der Stream hängt nicht. Es ist einfach nur Kevin, der tankt. $6.40. Gute Bet hier. Die sagt genau das aus, was Kevin hier möchte.
junge 10 oder Jungen. Vielleicht Queen Jack. So eine Hand würde hier noch mal setzen. Und das sind all die Hände, die Ass König hier Beat haben. Das ist auch der Gedanke hier von Pocahontas. Schlägt sie hier noch was? Schlägt sie noch irgendeine Hand, die Kevin hier noch blufft? Straßendraws blockt sie viele. Flushdraws blockt sie eigentlich alle. Von daher gibt es kaum Bluffs, die der Kevin hier haben kann. Außer die Hand, die er hat. Nice Hand hier. Also nochmal Kevin. So, hat er gut gemacht. Schweigen im Walde. Ja? Kevin sagt, Schweigen im Walde. Ist der pure Respekt vor Kevin und seiner Tanktime mit dem Gulliver-Hut. Also, da guckt er auch kurz in die Kamera. Wir brauchen auf alle Fälle fürs Staffel 3 brauchen wir so einen Kevin-Tank-Timer. Das muss ich noch irgendwie softwaremäßig umsetzen, dass ich eine extra Bedenkzeit für ihn habe. Da kann man mal hochsummieren und man kann dann vielleicht vorm Stream wetten, wie viele Minuten Kevin tanken wird. Das wäre doch gut, oder? So Kanalpunkte wetten. Kevin-Tank-Time-Bet. Ich sehe das schon. So, visionär. Ich sage ja Konzeptionierungsphase, ne? Da kommt noch einiges. Weiter geht's. Hand Nummer 13. Ja, was ist genau denn? Passt nicht. Riri. Oi, oi, oi. Ich hoffe mal, der Straßenlärm ist tatsächlich erträglich. Müsste eigentlich jetzt hier bei dem Moderationsmikro kein großes Problem darstellen. Wenn nicht, mache ich dann gleich mal das Fenster auch zu. Ah, die Spieler nutzen auch hier das Abo-Feature, während gedealt wird. Danke, Maroon. Der guckt eh das Replay. Also, Jens, vielen Dank fürs Abo. Sehr gut, vom Tisch aus. Guter Mann. Dreifach-Straddle ist live hier von Birk. Gelbe Karte akzeptieren und. Kriegt hier drei Corner, vier Corner. Und wir sehen zu fünft einen Flop. Kann ich jetzt der Virtual von Dyke schon so alt ist eigentlich schon? Den Ritter. 30 schon. Ass hoch, Ass 3, 5. Ja, ja auch so, weil halt nicht so lange zu diesen professionellen, zu diesen letzten. Wirkt mit dem Treffer, spielt hier an. Das ist normal. Wird direkt und schnell gecallt von Falkenwix. Fisch hier noch in einer interessanten Hand. Treffer plus Gunshot. Eigentlich auch ein guter Call. Ein klarer Call bei den Odds gegen die Spieler. Findet aber ein Fold. Und dann ist die 7. Ja, gibt jetzt hier den Falkenwix noch ein bisschen Outs. Jörg ist ein bisschen vorsichtiger beim Falkenwix. Spielt hier Check Call. Absolut spannende Riverkarte. Bei den Stacks wird es natürlich einen Call geben. Scheiße. Also der Junge spielt. Zweimal schon. Da haben wir wieder Trips gegen Trips. Und diesmal mit dem besseren Ende für Birkules. Da hast du auch eine 5. Nein, ei, ei. Okay. Also ein paar Setups haben wir dann doch auch noch mit drin. Kann man nichts machen. Okay, schon war, macht das hier. Sehr gut. Okay, also Rebuys klappen hervorragend. Das geht richtig gut jetzt mit der neuen Software. Früher ist ja immer der Dealer dann aufgestanden an den Monitor, hat den Rebuy händisch eingegeben. Geht jetzt einfach kurz über Tastenkombination. Für unsere Dealer-Tarantel endlich kein Problem mehr. Immerhin nach ersten Orbit ist er auch so weit, dass er die ganzen Bets richtig einbucht. Und dann klappt's auch. Aber wir hatten ja auch lange Pause, ne? Also ist ja klar, da rostet man auch ein bisschen ein als Operator. Sei ihm auch verziehen. Das ist so schlimm. Oh Gott, Kalina Fischer? Naja, noch schlimmer. Noch schlimmer. Windiger Herzbuben. Ja, Nummer 16. Vielleicht nochmal eine kurze Zwischenfrage an Menges oder Matze. Wie läuft denn der Stream auf meinem Tablet? Cut der dauernd ab, aber ich glaube, das liegt eher an meinem Tablet als an dem Stream hier. Ich weiß auch nicht, wie das in meinen Kopf kam, aber es hat sich da mal richtig festgesetzt.
glaube aber, dass der grundsätzlich stabil läuft, weil in der Software gibt es nämlich gar keine Aussetzung, und dann müsste das eigentlich laufen. Mach die Worte. Okay, doch. Wir fahren mit dem Bierbike nach Mallorca. Dann geht es auch schon wieder wild her. Ich sehe hier schon wieder Straddle und Doppelstraddle. Maroon eröffnet, wieder sehr klein nur. Min-Race am Button. Lädt wieder die Spieler hier einfach ein. Billig zu callen, das ist zu wenig Maroon. Da muss mehr her. Wir trinken jetzt hier. Ist schon auf der Playlist gewesen. Ah, okay. Und Mist. Schöner Flop hier. Der wird Action bringen. Ja, Fischi leckt sich schon die Lippen und ist gedanklich schon beim Royal Flush. Sieht man schon. Dem gefällt das offensichtlich. Er pfeift und frohlockt und wirft die Chips bereitwillig in die Mitte. Weiter geht's. Wirkt mit dem schnellen Tod und Maroon spielt nur zweite Geige und ist halt Ersatz. Gucken wir mal, ob er jetzt hier Action macht oder nur Calls. Also nach der P-Flop-Action würde ich auf alle Fälle nur. Ja, macht ja viele Aktionen, die jetzt wenig Punkte geben. Nur Callen. Eher Minus geben. Also, das ist nicht heute so. Ja, wobei, es gibt eigentlich auch Optionen oder Argumente für ein Race. Hat er seine Hand ein bisschen unterrepräsentiert, P-Flop, durch das kleine Race. Und Fischi Donk hier rein deutet ja immer eigentlich auf eine schwächere Hand hin. Von daher kann man hier auch raisen. Aber auch hier nur ein Min-Race. Und das ist natürlich katastrophal. Wenn der Fischi hier einen Draw hält, ist natürlich viel zu billig hier. Gerade bei den Stack-Sizes, die sind beide 200 Big Blinds deep. Min-Race hier einfach zu wenig. Weniger. Der Fischi auch nur mit dem Call. Da sieht seine Wahrscheinlichkeiten, die sind quasi 50-50 auf dem Board. Nur mit dem Call. Deswegen macht halt eigentlich jeder. Sozusagen jeden Tag alle Spieler immer zum Kauf. Jetzt perzt sich's Board. Schauen wir mal. Wird dem Fischi wahrscheinlich nicht so gefallen. Und Maroon wird wahrscheinlich behind checken, weil dann Fischi hier vielleicht auch die 10 gibt. Ja, er feuert noch eine zweite Runde. Und diesmal auch größer. Halber Pot. Der war ja verletzt. Auch hier sehe ich Fischi nie folgen. Im Gegenteil, Fischi geht all in auf den Turn. Interessant. Das hat er nie den Sprung so wichtig geschafft oder so. Also richtig im Stammplatz. Interessanter Move, okay. Die 10 ist natürlich jetzt keine gute Karte für Maroon. So Hände wie König 10, Dame 10, Junge 10, C9, alle improved. Machen hier alle Trips. Viele Wolfsburger. Also gibt es schon viele Hände, die ihn hier schlagen. Die auch so spielen, wie Fischi ja gespielt hat. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Gucken wir mal, was er draus macht. Also die Sonnenbrille ist auf alle Fälle schon mal auf das Basecap gewandert. Wenn es klappt, heißt, dann kaufe ich wahrscheinlich nur so weit anziehen, weil spielen kaufe ich noch. Die Schwere der Entscheidung ist auf alle Fälle gegeben. Ja, ja, deswegen ist da gerade auch schon ein Preis gestiegen. Ich versuche nur den Griesmann auf. Der ist eine Kunde, wie der Ding ist. Keine Ahnung, der andere kostet aber Griesmann. Keine Ahnung, weil Griesmann auch. Wie überlegt man da quasi, welchen man kauft? Andrich oder ich nicht? Ich glaube auch, dass. Und der Calls. Lange Bedenkzeit, aber findet den Call. Und ist auch. Ball von. Nö. Er hat jetzt seine Hand schon gesehen. Also, du kannst jetzt erst seine Hand sehen quasi und dann entscheiden, wenn du das willst. Okay. Jetzt wird noch verhandelt, ob sie einmal oder zweimal spielen und unter welchen Umständen. Einmal sagt der Maroon. Royal Flush Draw. Hier für Fischi. Nee, ich hoffe nicht. Leider nein, verdammt. Ich wollte gerade sagen, ich wünsche es einmal, ja? Ja. Ich wünsche es ja jetzt. Einmal. Fischi. Aber eine Dame würde ich trotzdem nehmen. Mhm. Typ. Ja. Also, good luck, Fischi. Gibt's aber nicht. Das ist die 2 in Karo. Maroon mit dem nächsten Pot. Da geht der Puls aber mal ganz kurz in die Höhe. Brutaler Luftzug von links. Ja.
Ja, also da ging ihm so ein bisschen die Muffe hier, dem Maroon. Aber das hat er hier auch selber verschuldet durch seine Spielweise und die Setgrößen. Ne? Also ich kann es dann nur noch mal sagen, Preflop schon zu wenig, lässt einfach Spieler mit höchst spekulativen Händen in der Hand drin. Selbst über Hände wie 10-7, 10-8, was auch immer da alles noch callt, einfach das Minraise. Preflop nur, am Flop nur das Minraise auf 3,50. Da gibt er quasi jeder Drawhand quasi Free Odds, eine freie Karte. Da kann er auch gleich noch callen, braucht er gar nicht raisen. Und dann steht er am Turn da und muss eben überlegen, was Sache ist. Ja. Findet aber trotzdem den Call. Interessant. Interessanter finde ich eigentlich, warum der Fischi hier am Flop nicht die Lage reinbringt nach dem Minraise, weil das Minraise sieht genauso aus, wie es dann halt auch ist, Ass Dame oder sonstiges. Ass Junge vielleicht noch, sieht einfach sehr schwach aus, also da kann man an Fischi Stelle auch die Lage reinbringen. Interessant, interessante Hand. Aber auf alle Fälle, nice Hand hier für Maroon. So steht man. Letztlich war die Frage, hat er gewonnen, von daher hat er sich auch so einen Kevin verdient. Also ich meine, ja, so sind nicht alle, also, aber so, noch zwei Hände, dann gibt es mal den nächsten Zwischenstand. Ganz also zwei Arbeits gespielt. Ja, zum Smallblind setzen auf jeden Fall bräuchte ich was. Und ich als Operator kann mir dann auch ein Erfrischungsgetränk holen und zu Gemüte führen. Habe ich mir dann nämlich auch verdient, würde ich mal sagen. So, 75 Kevin erhöht. Entschuldigung, die gute Spieler in der Mannschaft. Wie sah es? Geht mit. Okay, Kevin kriegt hier vier Caller. Unser Poker-Gulliver. Alles spekulative Hände. Ins Board kommt einfach 5-5-3 runter. Leider keine Herz. Das wäre natürlich genial gewesen mit drei Spielern mit Herz. Aber Kevin hier mit dem Treffer. Nice. Mit der Conti-Bet. Könnte sogar durchgehen. Wir schauen mal. Herkules ist wahrscheinlich der stärkste Gegner hier oder der zäheste Gegner. Das reicht. Kevin macht die Hand. So, eine Hand noch, dann haben wir die Statspause. Kevin freut sich, macht noch ein bisschen Show. Guter Mann. Du bist ja schon mal nicht anwesend. Ja, ja. Immer Gold wert für den Stream. Dann sah Pokercap. Immer gern gesehen. Immer gut. Und was haben wir da schon? Immer gut für den Stream. Das war geil. Voll Asi. Voll Asi. Und bei der Anhänger, wir haben die Dosen nicht runtergeschmissen. Wir haben die Schuss total am Ende. Der liegt jetzt schon, ergibt sich seinem Schicksal jetzt schon in Orbit 2. Stufe plus. Liegt schon im Stuhl. Ich habe ein Video gesehen von einem in, war das in New York in dem Stadtteil. Der hat aus dem Bürogebäude von oben. Von oben ins Möbel runtergeworfen. Das? Und so voller. So, Möbel. Möbel und so weißt du, Poller, wo mit unten Beton dran ist. Jetzt aber hier Augen auf. Pfeifenwix, Under the Gun, erhöht auf 1,25. 12,5 Big Blinds Open Race. Ohne mit der Wimper zu zucken, callt es hier der Vize. 1,25. Wenn ich mal keine 0% habe bei meiner BFR. Kevin mit dem Fold, das gibt's doch gar nicht. Hätte ich jetzt im Leben nicht gedacht, dass Kevin hier foldet. Gerade bei der Stackgröße sind wir jetzt alle schon um die 200 Big Blinds, bis auf Kevin Bar. Leicht verwirrt. Fischi am Button. Ja, finde den Fold. Birk, natürlich mit dem Call. Ja, drei Spieler. Ui, Pimpong. Einer Minute. Ja. Dann Ui. Ja, nicht getroffen. 10, 4, 5. Ja, aber zwei Karo. Angehalten.
Das ist in Hand. Die wird auf alle Fälle Geld kosten. Um den Pfosten halbwegs bleibt weiter auf dem Gaspedal. Und dann stirbt einer. 2,50. Nur mit dem Call. Also wäre jetzt eigentlich eine super Hand gewesen, hier zu raisen für den Pizza mit den Overcards noch dazu. So bleibt der Birk auch dabei. Und der Turn ist die 10. Beide spielen beide Linksverteidiger. Und die sehen so ähnlich aus. Im Faltenwechsel nicht. Pizza auch wieder nur mit dem Check. Schließt die Action ab, will die letzte Karte sehen. Und jetzt werden die wahrscheinlich alle durchchecken und ich sehe es schon kommen. Birk mit dem Check. Nein, halt, stopp, Pfeifenwix. Findet die Bett. Ganz, ganz typischer französischer Name. Ja. Gute Bett, endlich mal. Endlich mal einer, der sich das traut hier am Über. Ich hab's doch schon kommen sehen, dass der hier aus irgendeinem Grund noch behind checkt und dann die Hand verliert. So, also, schauen wir uns die Stats an. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Also, Maroon führt das Tableau an. 2,5 Lagen im Plus. Birk, halbe Lage im Plus. Pocahontas, halbe Lage im Plus. Kevin nach seinem anfänglichen Struggle auch in die Pluszone gewandert. Pfeifenwegs nach der Hand wieder knapp an der Nulllinie. Frischen Bar. Ja gut, als Dealer hat er nicht so viele Hände, wie er spielt. Eine Lage im Minus. Fischi eine Lage im Minus. Und Vize anderthalb Lagen im Minus. Also, da ist noch nicht viel passiert. Zwei Orbits sind ja auch nicht viel. Der VPIP, da ist schon jetzt langsam ein bisschen Aussagekraft vorhanden. Birk mit 75%, Kevin und Fischi noch aktiv. Und Pocahontas spielt kontrolliert, sag ich mal. Hat aber auch keinen Starten mehr gekriegt. PFR, dann bei Birk und Kevin ganz weit vorne. Und der Rest eher bescheiden. Win-Prozente, wie immer, Kevin, stärkster Spieler. Ja, vermeintlich stärkster Spieler, zumindest was das Outfit angeht. Weiter geht's mit Orbit Nummer 3. Ich schalte auf grün und weiter geht's, Carlos. Ich hole mir jetzt mal schnell ein Getränk, solange die Pre-Flop-Phase läuft, da geht er eh mal am wenigsten. Bis gleich. Wegen 5 Muss ich schon mal fahren? Darf ich? 25. Ja, wir sind wieder leider drin. Weltklasse-Starthände hier. So, habe ich was verpasst? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Auf alle Fälle habe ich keinen Ton mehr auf dem Ohr. Warum habe ich das? Oh oh. Habt ihr noch Ton? Ich höre den Tisch nicht mehr. Ich glaube, ich muss mal kurz reingehen. Also, bis gleich. Ich check das mal ganz kurz. Stream ist gehangen. Okay. No sound. Alles klar. Ich check das mal ganz kurz drin und bin gleich wieder da. Mich hört ihr aber, ne? Also mein Sound hat jetzt zumindest Ausschlag, von daher sollte das gehen. Ich bin mal ganz kurz drinnen.
Okay, interessant. Also drüben läuft der Sound. Bei mir kommt er jetzt aber nicht an. Da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, was da denn los ist. Das ist ja jetzt wieder ein Mysterium. Ich sag's euch, diese Technik. Ich hoffe, ich kriege das jetzt gleich hin. Ich mache auf alle Fälle mal das Pokerspiel auf groß. Dann sehen wir zumindest die Hände, auch wenn wir nichts hören vom Tisch. So, jetzt ist der Sound wieder da. Unverhofft kommt oft, da ist er wieder. Also, Mysterien der Technik, Unklarheiten aus dem All, was auch immer, ein schwarzes Loch hat den Ton verschluckt. Ich müsste mal eine NTV-Sondersendung drüber machen. In dem Fall hat es einfach der Zufall geregelt, es geht wieder. Und wir sehen hier drei Spieler am Flop. Ast rein, Daumen hoch. Pocahontas hier mit dem Top Pair. Spielt von vorne an. Habe ich kurz die Action verpasst. Auf alle Fälle bringt der Turn hier die 8. Super hier für Pocahontas. Die hat wohl angespielt, wirft mit dem Call mit Ace Queen und Vize mit dem Race natürlich. Ja. Pocahontas wird hier callen. Dass man zwischendurch einen Schluck Bier trinken, das ist ja abartig spannend. Vor allem ist es abartig warm. Dirk auch noch mal mit dem Overcall hier. Hofft noch auf den Jungen. Gucken mal, was Kirschenbach hier bringt. Vize smiles und es kommt der Junge. Das wird dem Vize ja überhaupt nicht schmecken. Für Pocahontas ist natürlich eine Karte, die ihr hier noch Geld spart. Ganz klare Sache hier. Auf die Bremse und Birk trifft den Gutshot. Weiß ja nicht, was der Birk da noch auf den Monitor guckt, dass im Pot eine Menge ist und er nicht mehr hinten dran hat, ist doch klar. Er setzt hier nichts. Alles nur 5. Nur 5. Vize geht all in, raced hier nochmal. Und statt hier von vorne weg all in zu gehen, Pocahontas. Ja, die hatte doch eigentlich ihre Entscheidung schon getroffen. Weiß ich auch nicht, was sie jetzt nochmal überlegt. Ja, also sie findet dann doch den Fold, dieser. Alles andere wäre auch Wahnsinn gewesen. Birk callt hier. Und Birk hat hier den Lucky River. Choppt hier den Pot mit Vize. Also wieder, sagen wir mal, ziemlich ambitionierter Call hier von Dirk. Hab zwar jetzt die Action nicht ganz verfolgen können wegen der technischen Probleme und wegen der Einstellung und weil ich mir mein Kaltgetränk aufmachen musste. Aber so viel habe ich dann doch mitbekommen. Ambitionierter Call hier nur mit dem Gutshot und ob das Ass live war, das wusste er ja nie. Ja, macht den Gutshot hier und teilt am Ende den Pot hier mit dem Vize. Dirk wird es freuen und Vize nicht, aber besser die Hälfte als gar nicht. Ja, Vize, also von daher. Ich trinke derweil mal ein schönes Kaltgetränk. Heute ein Waldhaus, die Blompilz. Hat mich gerade angedacht im Kühlschrank und bei der Hitz. Wobei so heiß ist es gar nicht, aber hier im Dachgeschoss doch ein bisschen wärmer. Brauche ich auch mal ein Kaltgetränk hier, um mich zu erfrischen und Kraft zu tanken. Zum Wohle. Prost. Übersporn, ob es von all hingehen.
Also mache ich es auch gut, ja. Schön, dass ich. Darf ich mich da dort nicht ausreden lassen? Gut. Oh, 25 bis jetzt? Gut. Oh, so schlecht. Die sind heute. Ach so, da kommt noch einer. Den Bot kann ich hören. Ich hab mir gedacht, dass der Olli hier drin steht. Olli, bei dem Bot kann man es mal machen. Komm mal, ja. Aber erstaunlich, oder? Komm mal 30 reinschicken. Check. Also der Floppler war 2,90 im Pot. Bei mir? Nein, jetzt gerade bei dem Bernd. Da war das 2,90. Ich bin schon dran. 1 Euro. Und dann macht sie Wupp. 1 Euro. 1 Euro. Warum? Ist der. Ich hab Lust zu zocken. Ich will den Pott. Ehrlich? Ja, dann nehmen wir. Ja, dieser reicht. Ja. So, in der Hand war ja nicht so viel los. Pfeifenwechsel hier gegen Maroon. Das ist auch gut für die Schlacht der kleinen Hände. Ja, frag dich, warum Maroon hier foldet. Warum spielt er die Hand überhaupt, wenn er dann seinen Treffer einfach foldet? Kriegt er ja auch gute Odds. War, glaube ich, auch Preflop Aggressor. Ja, muss man jetzt einfach mal so stehen lassen. Kleiner Pot, vielleicht dachte er sich auch, den schenke ich jetzt mal ab. Da sind in der Zukunft noch größere Töpfe zu gewinnen, die ihn erwarten. Unter Umständen auch gegen Pfeifenwechs. Da schenkt er den einfach mal ab. Lässt den Gegner auch mal einen kleinen Pot gewinnen. Sicherlich auch eine Taktik, eine Möglichkeit. Hand Nummer 20. Also läuft ganz flüssig hier bei Cash & Bar. Gute Stunde gespielt, 20 Hände. Sind wir nicht ganz im Schnitt, aber dafür, dass er mitspielt und dealt und Operator macht, doch okay soweit. Was ist denn mit euch? Was machen die denn? Ja, im Hintergrund wird noch Fußball geguckt. Holland gegen Frankreich. Keine Ahnung, wie steht. Auf alle Fälle erklärt es auch, warum die Spieler ab und zu so abgelenkt sind. Jetzt gab es gerade eine große Chance. Pocahontas hier mit dem Städte und Pfeifenwechs mit den Pocket Chickadees. Guck mal, was er draus macht. Er erhöht wieder auf 1,25. Das scheint seine Zahl zu sein, 1,25. Das war echt so aus, als wenn er das eigene Tor gemacht hat. Aber das Slapstick-Vorer war echt geil. Jetzt am Button mit dem Call. Ist das jetzt noch ein Slapstick-Einsage? Ja, hätte ich auch den. Ja, hätte den haben müssen. Jetzt kommt das Slapstick. Das Slapstick ist der Hammer, ey. Wir erst zweimal versemmelt. Warum passt das nicht? Zwei Spieler haben wir. Ja, der Krise kann ich nicht verstehen. Und was macht der denn dann? Jörg? Nur noch die Jörgs. Oder warum legt er sich einfach? Ja, vielleicht ist er müde. Mal gucken. Man weiß es nie, was mit dem Ganzen zu tun hat. Die Franzosen streiken ja auch gerne. Stimmt. Ja, Pfeifenwechs mit der Conti-Bet. Dann kommt sie mit dem schnellen Call hier. Hat den Treffer. Was ist denn? Trilling. 75. Pfeifenwechs bleibt auf dem Gaspedal. Das ist ja interessant. Mit der zweiten Barrel. Und die schmeckt dem Vize jetzt natürlich nicht. Wird hier auf Folden, findet den Folds. Und war jetzt eigentlich solide gespielt, möchte ich fast meinen. Nice Hand hier vom Pfeifenwechs. Los ab in die Mülltonne. Pfeifenwechs. Also, wird er auch mal gelobt hier. Macht er gut. Spielt nicht so viele Hände, aber mittlerweile hat er sich doch ein bisschen zu Herzen genommen, dass er auch mal was setzen muss und dass er mal ein bisschen in die Initiative muss. Und sieht man ja auch, in so Händen kriegt er den Gegner von der Hand runter. Der Gegner hatte zwar kein Ass, aber ich sag jetzt mal, hätte der Pfeifenwechs hier gecheckt am Turn, hätte der Vize garantiert gesetzt, Turn und River, und dann stehst du da mit dem Jungen und guckst dumm aus der Wäsche. Von daher, alles richtig gemacht, Jörg. Wenn du das Replay guckst, hast du gut gemacht. Daumen hoch. Super stabil, Carlos. Stabiler geht's. Mhm. Oh, kurz Statistik-Call. Moment, für die Ewigkeit geht noch eine. Bitte. Oh. Ich bin verdrissig. Das wäre. Das kann da kaum noch nicht. Kevin, du musst den Quatsch hier gleich stellen. Schön. Boah, aber Kevin, der setzt doch vorher auf. Also, der war.
Ja, Keschenbar steigt mal wieder ein in die Hand. Wieder mit 10 drauf. Hat er vorhin schon mal gemacht im ersten Orbit. Scheint ja von ihm so eine Lieblingshand zu sein. Sitzt ja bei 2 Caller. Später kann das ja doch. Jetzt habe ich einen Probe. König 8, 4. Check. Check. Alle checken. Interessant. Die 10. Wieder wird durchgecheckt. Keiner will den Pot. Jetzt gibt es aber kein Checken mehr. Größer wie der von mir. Keschenbar checkt und gibt die Hand auf. Und Kevin in Position muss ja noch irgendwas machen. Aber wird er hier keinen einzelnen Chip wird er mehr kriegen, verdienen mit dieser Hand. Die Gegner haben leider exakt gar nichts. Ja. Kann man nichts machen, Kevin. Wie sagt man so schön, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja, so geht das Sprichwort. Also Kevin, freu dich doch über den kleinen Gewinn. Sei zufrieden. Die Gegner hatten nichts. Mehr hättest du nicht gewinnen können. Und er sieht auch zufrieden aus, der Kevin. Ja, er ruht in sich selbst oder zumindest in seiner Pokerkluft. Ruht er. Weiter geht's. Keschenbar sagt's. 1-2. Ich glaube 1-0 oder 2-1. Tapestrello. Tapestrello hier von Birk. Viel zu eröffnen auf 1,50. Ja, finde ich schon besser, die Größe. Voll auf. Gucken wir mal, ob Birk wieder klassisch eine 3-Bet auspackt. Nee, hat er jetzt offensichtlich genug von. Nur mit dem Call hier. Out of position, das hält ihn ja normal nicht ab. Weiß man ja. Sport kommt, Dame hoch, runter. Das ist natürlich, natürlich spitze. So, Keschenbar verlässt den Tisch mitten in der Hand. Ja, sagt's ihr kurz, muss ich schneuzen. Und Birk verlangsamt künstlich das Spiel, um Keschenbar hier die Chance geben, sich zu schneuzen. Gibt noch schnell einen Schluck Wasser hier für unser Dealer-Tentakel. Kevin übernimmt kurz die Bet. 1,75 ist die Bet. Wird ein Vize natürlich jetzt hier nicht abschrecken. Im Gegenteil, das wird ihn freuen. Und wie ich den Vize kenne, lässt er den Gegner betten. Vize ist so einer, der lässt gerne Gegner die Arbeit machen. Bei dem Turn wird er auf alle Fälle noch eine Bet kriegen. Nein, nicht. Oh, Dirk sammelt hier Outs auf am Turn und nutzt nicht die Karte, um hier weiter zu betten. Spannend. Im Gegenteil, spielt hier noch Check Call und das auch quasi Insta. Interessant. Rever ist die Blank, die 3. Okay, da wird auf alle Fälle noch ein Bett gehen. Check Call, glaube ich, hier Standard von Birk. Außer er gibt dem Vize hier wirklich ein Overpair oder sogar die Kreuz. Wäre für Birk-Verhältnisse schon ein tighter Fold. Hat er sich wahrscheinlich jetzt auch selber gedacht. Hast du die Gestank sehen, die drüben waren? Ne? Von hier aus? Oder bist du noch niedriger? Habe ich noch nie gehört. Die. Der trinkt aber noch ein Stück Althaus. Nee, ich habe niemand gesehen. Ja, tighter Fold hier von Birk. Ich war immer am Überlegen, ob da irgendwie ein. Zeigt dir die Dame. Also. So, nice Hand hier von Vize, nice Hand von Birk. Also springt hier noch ab von der Hand. Die Bett spart sich der Birk. Also macht er gut. Und Vize hier mit einem schönen Pot. Der bringt ihn doch wieder in die Lustzone. Ja, aber nicht ganz. Naja.
zumindest auf dem Weg. Wir können uns ja mal die Stats angucken hier vom Vize. Gibt es auch die Möglichkeit bei uns, kann man sich angucken, die Stats. Vize noch 47 hinten in der Statistik, Hauptwert 54, DFR 9,1%. Also, Vize spielt gerne viele Hände. Raisin nicht unbedingt der aggressivste Spieler, aber er ist oft dabei und auch immer lang in der Hand. Also ist kein Spieler, der eben mal schnell ein Fold auspackt. Flop wegschmeißt. Vize auch gerne mal am Floaten, wie man so schön sagt, im Poker. Ja, ja, gut. Da ist die Frage, ob es angemeldet ist. 23, letzte Hand vor dem Stats Break. War doch auch kein grünen Dix, glaube ich. Nee, dann vorletzte Hand vom Set Break, pardon. Also Marc bei der mit dem Straddle. Auf jeden Fall der Hausmeister weiß Bescheid. Kevin eröffnet hier. Ich glaube, da haben sie vielleicht woanders. Dame 8 an Cutoff. Ja, ja, er muss was sagen. Fischi mit dem Baby Ass. Das ist ja eigentlich eine Spezialität von Fischi. Schmeißt er ungern weg. Und Cash and Bar hier in Big Blinds mit der Hand, mit den Kings. Es war halt zwischen dieser Hand, es hat drei Proben, ich hatte das Fenster auf. Das war so laut. 4, 5. Vom Wetter oder vom. Mit der 3-Bet. Also, wie ich einen Cash and Bar kenne, auch mit einer guten Größe. Jawohl. 3x plus den Caller. Finde ich gut. 4,50. Ja, gut. Birk hier mit Limp. Call von der 3-Bet. Also, das ist ja auch abenteuerlich mit Ass 9. Captain Folds und Fischi. Was macht Fischi? Wird hier auch folden. Kann man nicht vorstellen, dass Fischi hier callt. Abenteuerlicher Play hier von Birk. Aber Carlos wird es recht sein. Haben nicht die zwei richtigen mitgekommen? Carlos auch schon kurz den Stack abgecheckt aus dem Augenwinkel. Bräuchte man eigentlich noch so eine kleine Slow-Mo, wer es gesehen hat. Wie viel hat der Gegner? Hat er ganz kurz abgecheckt. Checkt zum Gegner tricky hin und da hoffen wir, dass Birk setzt, aber das macht er nicht. So. Mal check mal in. Jetzt kommt die 10. Cash and Bar setzt den Gegner hier all in. Die geheime Waffe. Er setzt den Gegner nicht all in, er geht all in. Der Gegner hat mehr. Und Birk hier ohne Treffer, ohne Outs. Holt hier schnell. Nice Hand hier von Cash and Bar. Also, easy game hier. Für Cash and Bar. Kein kleiner, aber sonst würde ich nicht starten. Ja, nutzen wir nochmal die Gelegenheit und schauen uns die Stats vom Birk an. Haben wir die Möglichkeit, wie gerade beim Pizza, uns das anzuschauen, auch wenn er uns den Rücken zudreht und einen Schluck aus der Pulle nimmt, muss ich auch mal stärken. Also ist erstaunlicherweise trotz der ganzen Action, die er hier an den Tisch bringt, nur 2-10 hinten. Also man sieht schon 70% VPIP, 35% fast PFR, also der Spieler steht für Action. Der will Action, der macht Action, der gibt Action. Du darfst wieder stapeln, du weißt auch völlig drin. Schau mal, wie er heute abschneidet. Also Pfeifenmix, der hat sich heute echt was vorgenommen. Die nächste Hand, Another Gun, erhöht er hier auf 75, mal nicht seine 1,25 wie bisher. Interessant. Fischi am Button mit dem Call. Hätten wir auch drei betten können. Birk bleibt auch mit drin, nichts anderes zu erwarten. Und Sport kommt runter. Oh, spannend. Junge 9,8 mit 2 Herz. Also für jeden was dabei. Birk bettet von vorne. 1,50 Pfeifenmix auch nur mit dem Inraise. Ich bin nicht alle. Katastrophe. Warte, ich guck das nicht an. Nachher sind sie da eigentlich unangegeben. Und Fischi, was macht Fischi? Wie kann Fischi denn da folgen? Das gibt's doch nicht. Braucht der Fischi eine neue Brille? Das müssten wir ihn vielleicht dann nochmal fragen. Birk wird hier im Leben nicht folgen. Birk geht hier all in. Und Pfeifenmix mit dem direkten Call. Und Birk ist tatsächlich vorne. Nix.
Also wieder absurd. Eine Anreihung von Absurditäten führen wieder zu einem weiteren All-In. Da kann ich einfach nicht viel zu sagen. Aber gut, alle haben Outs, keiner ist tot. Das ist doch schon mal gut. Und der Turn bringt das Herz Ass. Fischi hätte seinen Flush gemacht. Schade Schokolade, Fischi. Letzte Mal gecallt. Und der Turn? Herz 2. Also, Pfeifenwegs hier mit dem Doppler. Oder nicht ganz. Er stackt hier den Birk. Und zieht einen dicken Pot hier. Nice Hand hier, Pfeifenwegs. Hast du gut gemacht. Also, zur Belohnung gibt es auch eine Stats-Pause. Haben wir uns verdient. Kurze Auszeit, alle mal durchschnaufen. Fitze war gerade draußen, hat sich ein Kaltgetränk geholt, ein kühles Weizen. Das braucht er auch. Also, hier sind die Stats, die nackte Wahrheit. Also, Ramaroon im Plus mit 2,5 Lagen. Pfeifenwegs jetzt eine Lage im Plus nach dem Pot. Kevin plus minus, Pocontas plus minus. Und dann haben wir noch Vize, Birk und Fischi, eine Lage im Brand. Birk, aktivster Spieler mit 70% VPIP, Vize aktiv und Pocahontas, die passivste. Stats laufen schon. Das hat mir den Lichteffekt nicht gegeben. So, also PFR, Birk, Kevin sind die aggressivsten Spieler. Dann haben wir noch den Cash and Bar, der auch ein bisschen geraced hat im Rahmen der Möglichkeit seiner Starthände. Dann haben wir ein breites Mittelfeld und Vize, Pocahontas, die spielen einfach ein bisschen zurückhaltend. Haben auch nicht so gute Starthände, aber haben sich jetzt, glaube ich, mehr aufs Fußball konzentriert, zumindest der Vize. Winrate erstaunlich, wieder einmal mehr. Kevin hier, die Hälfte der Hände, die er hier spielt, gewinnt auch. Also stark hier von Kevin. Fischi noch nicht so vom Erfolg gesegnet, aber kann er noch kommen. Drei Orbits sind gespielt, sechs Spieler auf alle Fälle, wie immer. Und dann schauen wir doch mal, ob die Spieler noch was reißen, ob sich noch großartig was verändert. Weiter geht's, Cash and Bar. Das ist das einzige Spiel, was auf Unschieden rausläuft, krass. Das habe ich nicht unschieden. Ja, ist ein halb Stunde gespielt. Ich wollte gerade sagen. Ja, die neutralisieren sich ja da komplett. Naja, also, ja, aber sie haben schon Chancen alle. Ja. Beide. Ja. Bist du noch Holz? Sie ja neutralisieren sich im Chancen. So, Kiez eröffnet hier, 35. Wir werden Sympathien gesammelt, gell? Ja, Montag kommt er wieder, 9 Uhr gleich bei mir übrigens. Die ganze Calls, Christian Barm, warten nur den Call. King Jack, okay, auch eine Hand, die man reinwetten könnte. Bei mir um 17.30 Uhr, aber 17 Uhr im Chef. 5 Spieler. 17 Uhr, ja, Montag. Ja, ich hab doch die Chef am Montag. Für dich hat er das extra möglich gemacht. Okay. König 10, 6 mit 2 Pick. König gut. Begeisterung. Keine Grenze. Soll ich einen Ofenburg überdachten? Oder? Auch das kannst du machen. Wir haben dann ja am Dienstag eine gemeinsame Beraterrunde gehört. Weißt du auch nicht? Doch. Ah, so vergessen. Der Trend. Ich muss vorbereiten. Jetzt ist Wochenende, also bitte. Na. Kevin mit der Bett. 55, dritte Pot. Erklärst du uns die Immoform? Soll ja ein Austausch sein. Ich bringe ja nicht so viel. Ja, auch das war. Ich so. Okay. Und wann kommen wir zuvor? Cash and Bar raced. Vor allem habe ich mal nicht so viel geredet wie sonst. Echt? Ich bin gar nicht aufgefallen. Ich habe nur gedacht. Also, egal. Ich dachte, du warst zu lesen. Ja, ja. Hallo! Kevin! Bist du's? Ja. Da haben sich zwei gefunden. Schön. Von der Hand wieder zusammen. Soll ich schon checken? Die 5 ist noch blank. Kevin checkt hier. 2,15. Oh. Locke. Nein, Locke. Das sind sie nicht auch bei mir immer, gell? Ich mag das immer. Wenn jemand klein bettet, mag ich das. Das kann ich mitgeben. Ja, Cash and Bar hat eine gute Setzgröße gefunden. Die gefällt dem Kevin offensichtlich. Ich muss dann wieder raus, aber ich selber mag das, wenn jemand klein bettet. So. Guck mir nochmal an die Karte, vielleicht kommt ja was. Ja, das ist nicht wirklich was. Nee. Gucken wir mal, ob der Cash and Bar hier noch ein Value kriegt am River. Check. Echt jetzt? Check behind. Die sind nicht ganz geheuer.
Da sieht er kein Value mehr hier von Kevin. Den kann ich matchen. Schön eingeloggt, der Karl. Hätte er noch mal am River setzen können, vielleicht noch mal so ganz dünn, 1,50 oder 1,80 oder so. Auf der anderen Seite hätte Kevin geraced, stehst du natürlich dumm damit, König Junge, aber ja, glaube ich nicht nach dem ganzen Tabletalk, dass hier Kevin noch einen Race auspackt am River. Da hätte er sich vorher ein bisschen zurückgehalten mit dem Tabletalk. Von daher hätte der Cash and Bar hier noch setzen können. So oder so, 9,55, eigentlich ganz netter Pot für so ein bisschen Kleingemüse. Nimmt man doch gerne mal mit. Vor allem von Kevin. Da schmeckt es doch noch doppelt so gut. Die Gulliver-Dollars hier. Wie der allerdings mit dieser komischen Streifenbrille da Poker spielen kann, ist mir ein Rätsel. Also das muss doch sowas von die Optik verschieben. Keine Ahnung. Auf alle Fälle ist Kevin in Spiellaune, so viel kann man schon mal sagen. Er öffnet hier Under the Gun auf 35 und Pocahontas. Min-Race hier auf 60. Also weiß ich auch nicht, was ist jetzt für ein Move? 25. Pokerst du heute zum ersten Mal? Offensichtlich. Er raced zum ersten Mal, deswegen. Ich wollte heute zum ersten Mal vom Moderator 60 ja, eben. An den Jahr. Achso, jetzt bin ich auch schon dran. Mhm. Mal schon bei Lob sehen. Fröhlich glatt. Deshalb. Ja. Viel Geld gespart. Nur 5 Cent verloren. Ja, Birk steigt hier ein am Button. Und Kevin wird natürlich auch nie folden auf das Min-Race. Callt ja auch 3 Spieler. Viel folden. Viel folden. 6-4 mit 2 Pick. Check, check. Hat die Ins da durchgecheckt von allen? Wir können spielen können, wenn ihr alle checkt. Check. Ja. Check. Check. Alle checken. Also ganz maue Runde. Den River trifft hier die Pocahontas. Und beide Insta folden hier. Also klare Angelegenheit. Not gegen Elend, da werden sie alle gedacht haben, warum habe ich diese Hand gespielt? Ja, muss man einfach jetzt mal so hinnehmen. Das ist so eine typische Hand in so einem Poker-Livestream, die kann man einfach dann im Schnelldurchlauf fast forward, so 20-fache Geschwindigkeit und einfach abwickeln. Oder man löscht sie einfach. Also irgendwie, ne? Hätte was draus werden können, hätte Pocahontas hier ein bisschen höher geraced, wäre ein bisschen... Vielleicht ein bisschen Feuer drin gewesen, aber keine Conti-Bets, keine Bets so, der anderen. So, jetzt meine Strategy als Big Stack, kannst du das gehört dazu. Jetzt oh, der Rolle wurde hochgemacht, ohne Erlaubnis hier. Das gibt nochmal hier gelbe Karte hier an Maroon. Aber es ist schon so am Dämmern, von daher lassen wir das jetzt mal, lassen wir das gerade nochmal durchgehen. Gott sei Dank habe ich keinen Strategie. Jetzt. Ja. Ja. Vielleicht sollte Maroon auch einfach mal diesen Kittel da ausziehen, dann wäre es nicht so warm. Aber gut. Das Holländer. Das Holländer. So, wir haben Fische hier. Under the Gun. Limit hier rein. Kannst du Heckmann ein Bier mitgeben, bitte? 1,5. Durchsage, Durchsage, was für ein Bier? So eins nochmal bitte. Die Main Cam ist hier oben. 3-3. Ja, ah, finden Sie nicht noch einen Tisch? Durchsage, Durchsage, OK, so eins. Für eins. Was für eins? Ich glaube schon. Okay. OK, so eins. Oder wie du meinst? A so eins. Oder wieso meinst du, Kevin? Irgendwann ist es geflutet. Ich dachte, du hast halt geflutet und dann habe ich geflutet. Boah. Da war kein Ball getroffen. Da war kein Ball dabei. Yippie! Was du da kommst. Mal gucken, wie du es verstehst. Ohne.
Das ist brutal. Ist brutale Kick. Nichts passiert. Ja, ist gut. Nee. Okay. Sie neutralisieren sich im Nichtstun und schießen vorbei. So wie ihr Vogeltisch. Entschuldigung. Meine drei war überragend. Vorhergeahnt. Vorausgeahnt. Ja. Ja. Passt es einigermaßen vom Tempo ablaufen? Das sind 6,50. Ja, ich glaube, es ist durch. 6 machen wir es jetzt mal jetzt. Genau. Also wir sind ein bisschen langsamer. Jetzt habe ich mich gestimmt. Was haben wir nochmal gemacht, wenn sie hängen geblieben ist, die Software? Das habe ich zu schnell gedrückt, glaube ich, wieder. Kurz warten oder wir haben das probiert in Plastik. Das gibt's auch, ja. So, weiter geht's. Wir haben die Software gerettet. Gott sei Dank. Glück gehabt. Läuft wieder. Also, für YouTube schneiden wir das natürlich raus. Also, wenn ihr auf YouTube zuguckt, jetzt wie durch Zauberhand geht wieder alles. Wir haben es gerettet. Wird mit unserem Programmierer kommuniziert. Ist ein Fehler, der immer wieder auftritt. Exakt bei Handnummer 27 auf 28. Keine Ahnung, was da die magische Zahl ist. Muss man nochmal fragen. Dafür geht jetzt alles. Und ich habe den Fehler, glaube ich, gefunden. Ja, Matthias, kriegst du nochmal eine Info von mir. Also weiter geht's mit Hand Nummer 28, nachdem der Vize gerade einen Riesenpott gezogen hat. Achso, Glückwunsch, Vize. Geht doch. Einfach mal gewinnen. So, weg mit meiner Rübe. Ja, rein ins Pokerspiel. Ich habe einen Grund, größere Mengen Bargeld abzuheben. Ich sage jetzt nicht welchen. Weil wir spielen ja hier noch mit Chips. Das ist ja nur noch. Ja, das ist aber langlebig. Ah, stimmt. Wow. Ja, nein, ich hatte ja Big Blind gesetzt. Das waren 40 Cent. Also, richtig. Und ich starb jetzt weg. Das ist korrekt. Ja. Wobei es ja tatsächlich auch nicht so viel. So, drei Spieler hier. Dirk mit Overpair, Halbenwix mit Top-Pair. Keine Weiß. Und Overcards und Overcards. Nein, das kriegen wir zurück. Vektor aus, will er aber nicht spielen. Das ist. Also zwei Spieler bleiben übrig. Das tatsächlich auch nicht. Dame ist ein Blank in dem Fall. Der Pfeifenmix dabei bleiben auf alle Fälle. Und River bringt hier die 3. Da wird der Pfeifenmix auch schnell callen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der hier foldet. Und das macht er auch. Schlechte Nachrichten. 9er halten hier und sind gut. Nice Hand hier für Dirk. So, die Spieler haben auf alle Fälle die Gelegenheit genutzt und haben hier nochmal nachgefasst, nochmal ihre Stacks ein bisschen aufgehübscht, aufgebessert, aufgewertet. Das heißt, wir spielen jetzt noch ein bisschen deeper. Werdet ihr gleich sehen, Preflop, dass die Spieler jetzt noch ein bisschen mehr im Stack haben. Dementsprechend haben wir jetzt noch in der zweiten Hälfte des Streams, ich denke schon, ein paar größere Potte zu erwarten. Gerade so Spieler wie Kevin, Christian Barr, die lieben es ja, wenn es Deep Stack wird. Die spielen gerne mal Preflop große Bets, um den Pots aufzublähen und dann Preflop richtig Action zu machen. Schauen wir mal, ob, da noch, ob wir da noch mal so 6, 7, 800 Big Blind Pots zustande bekommen heute. Ich bin gespannt. Schaffungskriminalität, was wir nachdem in der Das Problem ist, weil Montel ist ja auch immer der Alkohol, der da drin ist. Und das sind ja nicht die Professionellen, sondern das sind irgendwie Verzweiflung oder depressiv oder was halt ist. Ne? Und also auch, oder nimmst beim Bäcker. Also ist so unterschiedlich, wenn ich viel mehr. Wieso haben wir auch viel überfallen? Oder, also, ne? Ja, wir sehen es. Dirk hat hier den shortesten Stack, in Anführungszeichen, mit knapp über 200 Big Blinds. Ja, aber dazu verpflichtet, weil also, das ist ja gesetzliches Zahlungsmittel ist. Also kommst du da gar nicht da geht schon einiges mittlerweile am Tisch. Nach dem kurzen Break ist aber so ein bisschen die Luft raus. Die Spieler limpen hier alle rein. Kevin am Button. Guck mal, was draus macht. Und jeder, der mal so einen Überfall hin dass ich hatte, also von so einem Verzweiflungsfehler, das brauchst du nicht antun. Nee, das ist klar. Und die Professionellen, die sprengen ja lieber die Geldautomaten. Ja gut, das sind auch richtig, die sind genau. Richtig krass drauf. Ja, aber die wissen normalerweise, was sie tun. Weißt? Aber alles sowas mit Tageskassenüberfall oder so, das sind doch Stromkriminalität und so, also echt Verzweiflung halt. Und da weißt du nicht, wie die reagieren.
So, Kevin kriegt jedoch einige Corner. Das ist richtig, ja. Oder andersrum gesprochen, ja, wenig Leute zum Folden. Komm. Dass man, also ich kenne es jetzt so, ich weiß nicht, aus Restaurants oder so, ist es ja auch so, dass du halt Tipps hast du halt immer, also Trinkgeld hast du halt immer noch in Bar auch. Ja. 10-7-3. Gutes Board hier für Vize. Also allein das schon deswegen, muss ich vorher mal darauf dann komplett verzichten. Das spielt hier Pott an. Du kannst einen Tipp auch mit der Karte reingeben. Nicht unbedingt. Nicht also ich glaube, da will der Vize einfach den Pott direkt mitnehmen, 4,30. Also ja, ja, das hängt vom Bezahlsystem ab, ich weiß. Keine gute Setzgröße. Da werden natürlich alle Spieler ihre spekulativen Hände direkt entsorgen. Also da müssen ja wirklich schon Granaten dabei sein, die weiterspielen wollen. Aber der Vize will den Pott offensichtlich direkt klar machen. Und das macht er hier auch an der Stelle. Sei ihm gegönnt, ist auch gerade in einer intensiven Diskussion. Mit Pocahontas will er wahrscheinlich kurz klare Verhältnisse schaffen aber und räumt den Potti ab. Mehr einen Tipp in, bei uns in Omburg bei der Losteria. Machen sie das auch. Bist du wie im Ausland, einfach das Ding hingelegt in der Karte. Und dann kannst du das hingeben, wie viele Tipps du haben willst. Dann geben sie halt vor 5, 8, 10, 12 Prozent. Oder anderer Betrag. Oder kein Tipp. Dann garantiert gehen da viel mehr irgendwie direkt mal 10 Prozent, wenn vorher aber viel weniger gegeben wurde. Ja, du meinst, weil irgendwie so klassisch aufrunden im Zweifelsfall genau. Weniger ist genau. Als, ja, das ist, ja, stimmt. Vielleicht gibt es ja auch eine große Trinkgelddiskussion. Ist ja ein großes Thema, auch gerade in Amerika. Ja. Die, wie sagt man, Tipflation, Trinkgeldinflation, auch in Deutschland offensichtlich Thema im Zuge der digitalen Bezahlung. Ja, Tipflation, Raceflation haben wir jetzt auch hier so ein bisschen am Pokertisch. Nach einer kurzen Ruhephase am Tisch findet Kevin mal wieder den Race-Button. Es gibt aber zwei Corner hier. Dirk und Pocahontas bleiben dabei. Drei Spieler sehen den Flop. Die junge 9-4. Rainbow. Und Dirk hier mit der kleinen Bett. Endlich die kleine sechste Pot. Will sich hier wohl billig eine Turnkarte erkaufen. Kevin hat leider nichts, um groß gegenzuhalten. Nee. Callt aber nur. Und das mit Overcards. Callt ihr auch. Offensichtlich strahlt diese Bet keine Stärke aus. Zweiter Junge. Dann keine schlechte Karte, vor allem für Kevin nichts. Macht hier immerhin sein Kreuz. Ja, unabhängig vom Kreuz jetzt eine gute Karte für Kevin. Durch die Blume irgendwo versteckt. Wenn es natürlich unwahrscheinlicher ist, dass jemand den oder Jungen hält. Nee, es war halt schnell. Es war halt schnell. Ja. Kevin setzt jetzt hier 1,30, auch so eine winzig kleine Bett. Hat ja schon ein paar Mal funktioniert heute. Da hofft er vielleicht auch drauf. Was? Ich mache kleine Bett. Im Fall am Turn. Keine, keine Bett, die die Leute hier verscheucht. Pot-Building-Maßnahme, die funktioniert das erste Mal. Hier ist auch eine Blank. Guck mal. Ob jemand hier eine Bett feuert. Ja, Pocahontas feuert eine Bett. 1 Euro. Eins ist die Bett und für Birk reicht's schon mal. Der ist weg. Kevin im Tank-Modus. Ich glaube, der Kevin weiß schon genau, was Sache ist. Da kommt es gleich zu einer 6, 7, 8. Große Kante kommt da jetzt, die der Kevin gleich hier auf den Tisch legt. Die Karte war nicht schlecht. Der Kevin ist so ein kleinbares Amerikaner. Der Yankee. Oh, wo ist mein Glas? Kameramann,
Der Kamera. Der Chauffeur. Der muss ja nicht da bleiben. Nein, nein, nein. Ja, egal. Ja, und wie immer an alle Replay-Schauer. Das Replay, der Stream ist nicht eingefroren. Kevin tankt nur. Ja? Das Marathon läuft mit dir. Also, ja, ich bewege mich. Ja, der kann das tragen. Einfach, ja. Einfach abwarten. Wir haben es gleich. Holz! Holz! Schon englisch. Eieiei, Kevin. Oh, da dachte ich, der haut jetzt mal richtig einen raus, aber ja, findet er den Button nicht und Pocahontas zieht den Pot hier. Sie blufft vermeintlich mit der besten Hand. Ace Queen gewinnt, ist vorne. Hand Nummer 1. Ja. 3 war ja. Interessant, interessant. Ja, auf alle Fälle grinst sich die Pocahontas ein. Sie denkt, dass sie hier den Kevin rausgedrückt hat, aber sie war natürlich vorne. Die Lara habe ich nicht auf. Wo habe ich die Zinsen? Ja, Scheiße. Irgendwann verliert die nicht da. Oder was? Aber die konnte ich noch nie leiden. Ja, stimmt, ich bin die Lara. Ja, ja. Nee, du hast einen. Man weiß es ja, die hat irgendwie die Nase drüber gestanden. Du hast doch den Straßenzugang. Ja, kann sein. Mal runter in die Großstadt-Feeling. Ja, sie ist ja einfach bei Rode über die Straße gelaufen. Aber es ist schön, dass Kevin mir den ungetrübten Triumph schenkt. Nein, nein, das ist ja 7-2. Oder manchmal ist das auch immer noch. Ja. Also ist das halt der Fall? 75. Ja, da ist schon immer so gesprächsbereit. Kein gutes Zeichen. Dass er beantworten soll. Ja, eine neutrale Hand. Okay. Ja. Folde. Ja, folde. Eine seltenes Ereignis. Die Lara kommt. Ich glaube, es war keine die Lara, es war eine. Ich als die Indianer. Ich finde diese Indianergeräusche nicht gut. Du hast die doch alle vernichtet. Was mache ich? Ich dachte, die gibt's nicht mehr, ja. Ich glaube, man sagt auch nicht mehr Indianer, aber das ist was anderes. Stimmt, das Natives. Ureinwohner. Naive. Jeder weiß, was gemeint ist. Die naiven Einwohner. Ja, genau die. Nativ, nicht naiv. Nativ. Das ist sowieso Liebhöhl. Oh, oh. Das ist was mit Italien zu tun. Klar, Mailand oder Madrid. Hatten Sie es nicht gestern? Hauptsache nativ, genau. Check dann auch erst mal vor dir. Genau. Bleibst du dabei? Check, check. Achso, ja. Ah, jetzt, ich hab den jetzt bei dir. Ja, ich muss. Okay, check, check, ja? Ja, ja. Die hatten es doch gestern, meine ich, bei den Fußball-Moderationen davon in Bezug auf. Richtig, 2-9 muss ich nicht unbedingt. Mannschaftsspieler, also auf den Teams. 2-9 muss nicht unbedingt. Dass man beim Kommentieren nicht auch die Wörter, sondern die Gegner haben, Spielermaterial verwenden soll, weil das irgendwie fast eine Versachlichung der Menschheit. Alter Schwede. Ja. Spielermaterial ist jetzt auch. Spit out, das darf man nicht mehr sagen. Was? Ja. Ich glaube, wenn der halt, dass der Moderator, Kommentator, was immer der Studiosprecher hat, sich hinsetzen und sagt, also das können wir nicht mehr sagen. Ja, doch bitte ein anderes Wort, andere zu benutzen. Ne? Als Spieler? Hat ja nicht. Als Spielermaterial, als eine Versachlichung der Menschen, das kann man doch nicht mehr sagen. Da gucken gerade Millionen von Menschen zu. Und da muss das so ein Fass auf. Ja, jemand was aus dem. Das stimmt runter. Dann fangen die Leute an, vor Schreck AfD zu wählen. Das ist echt nicht so. Ja, so, weil das ist schön. Ja, also das ist auch nicht. Man kann es auch übertreiben. Was ist nochmal bei? 50. Jawohl. Das kann ich gerade noch. Nein, das ist ja ein Staatsmedien. Das ist ein Staatsapparat. Ist ein Staatsapparat auch eine Versachlichung?
Staatsapparat. Ja, das ist ja auch eine Sache. Die armen Politiker, die da sitzen, im Staatsapparat. Ja, das ist ja wiederum die Regierung. Was ist Ja, was darf man dann auch die Regierung sagen? Und dann muss man auch die Regierungspolitiker sagen. Mhm. Wir haben uns gefragt, ob man... Politikerinnen. Ja. Entschuldigung, ja. Wir haben uns überlegt, ob man jetzt sagen muss, die Torwartenden. Vielleicht auch das. Das war. Achso, das wieder. Die Torwartenden. Hey. Ja, wir warten ja auch auf ein Tor. Nee, warten tun die gar nichts. Wir hüten. So, also kurze Auszeit hier vom Moderator. Ich bin mal ganz kurz austreten gegangen und habe mir ein Getränk geholt. Ein schönes Glas Kranengold. Das ist nämlich ganz schön schwimmbar. Ich habe jetzt auch ein bisschen Poker verpasst, aber ich glaube, allzu viel ist nicht passiert. Ich sehe gerade, Kevin gewinnt hier in der Hand. Ohne Gegenwehr offensichtlich. Ja, auch kein großer Pott. Sein gegönnt, Kevin. Nice Hand. Hm? Oh, sehr hervorragend, dieses Wasser. Genau, komme ich gerade rechts und wir schauen uns die Stats an. Also, es bleibt dabei, Bramaroon ist weiter in Führung, aber man erkennt es an der Linie, außer dem großen Pop ist nichts weiter passiert. Also der spielt so stufenweise. Ich würde, ist ein Stufenspieler. Hangelt sich von Pot zu Pot, mal gewinnt er, mal verliert er. In dem Fall ist er gut vorne, führt das Tableau hier an. Vize nach dem großen Pot gegen Fischi war es, glaube ich, in der Hand, wo der Stream abgekackt ist. Anderthalb Lagen plus, Pocahontas im Plus, Breitenwitz im Plus, Christian Barr bei 0. Kevin leicht im Minus, Birkulis anderthalb Lagen und Fischi nach dem großen Pot gegen Vize 3 Lagen im Minus. Aber für so ein Live-Poker-Game eigentlich auch nichts. VPIP 78% bei Birk. Der Rest verhalten bis normal für ein Live-Game. Alles zwischen 40 und 50% eigentlich völlig normal und ohne Auffälligkeiten. PFR, da haben wir Kevin und Birk, die sind beide ein bisschen verhaltensauffällig, aber im positiven Sinne machen hier die Action und zeigen dem Tisch, wo es lang geht. Winrate, immer noch Kevin ganz vorne, der zieht einfach am meisten Pötte, muss man einfach so sagen, macht er gut. Also, weiter geht's. Let's go. Grünes Licht an den Tisch, unser Dealer kann weitermachen. Unser Dealer Tentakel hat sich auch ein bisschen beruhigt, war ja am Anfang erster Orbit ein bisschen überfordert mit Spielen, Dealen und Operator machen, aber hat jetzt ganz gut drin und hat sich eingegroovt. Also von daher auch Kratos mit einer guten Leistung heute. Achso, aber noch auf. So, wir haben jetzt 4 Orbits gespielt, das heißt 2 Orbits werden noch gespielt. Ich hab nur Fick irgendwas verstanden. Sind wir wahrscheinlich so bei 3 Stunden Streamzeit. Wir schauen mal. Du bist mich doch alle. Aber ich hab geguckt, sondern ich bin ja klar, weil ich bin fick bleiben. Ins Kind. Dann, dann war wieder Tür irgendwas. Und dann kam erst Miller raus und dann so irgendwie richtig weggeschoben. Und dann bin ich. Kevin erhöht hier. Ich nach der Ramm, nach der X-Stelle. Und im Turmwinkel. Das war kein richtiger Unterweg, weil die kamen dann ins Wohnzimmer rein. Guck auch das. Zwei hat sie wohl keine Lust drauf. Ich hab sie hinter mich gehalten, aber ich war halt voll sichtbar. Hier schon war am Button hier. Am Netz der großen Starthand. Wir haben schon die Kings gehabt. Immer blind. Und jetzt am Button die Queen. Natürlich. Super. Kevin als Open-Raiser. Sichtlich da hinter diesen Kissen. 280 ist das Race. Ordentliche Größe. Ja, den habe ich nie geguckt. Da geht hier mit einer guten Starthand. Der wird hier callen und Kevin schließt die Action ab, wird hier auch callen. Kann man nicht vorstellen, dass Kevin hier noch eine 4-Bet auspackt gegen Cash and Bar. Würde mich wundern. Eine sehr spekulative Hand. Da ist schlagartige Ruhe am Tisch. Ja, was mich noch interessiert hat, Vize, wie hast du eigentlich die Meisterschaft und den Pokalsieg gefeiert? Stundenlang am Fernseher unter anderem. Ja. Also ich den ganzen Sonntag geguckt natürlich, die von Schloss Moosbrug. Ja, WDR. Dann würde er keine 4-Bet auspacken, aber was weiß ich schon. ARD hat dann auch einen Teil dann übernommen. Ja. 68. Im Gegenteil. Ja. Jetzt Kevin haut hier richtig einen raus. 68. Packt die 4-Bet aus. Und gucken mal, ob
Cash and Bar, das schmeckt. Kevin hat ja hier. Da muss was so. Wir haben hier einen riesen Stack gehabt. Doch, 22, 23, 230 Big Blinds, Cash and Bar, geht auf alle Fälle all in, macht hier keine Gefangenen. Den hätte ich jetzt aber auch an seiner Stelle. Kann man sich eine zweite Meinung mal reinholen von sich selbst. Also du hast praktisch mehr so in dich reingefeiert, was jetzt nicht irgendwie auch so. Kevin wird jetzt noch ein bisschen tanken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Kevin hier den Call findet. Das wäre schon sehr ambitioniert. Auch wenn Kevin und Carlos hier eine große Historie haben, über Jahre, Jahrzehnte. Früher wohl Kaiserslautern Meister wurde, da sind wir dann immer von Kaiserslautern gefahren. Und so. Früher als ja, früher Meister als wurde. Da war ich aber noch jung. Ich wollte gerade sagen, da war auch die Kindeszeit. Das war im 20. Jahrhundert, oder? Ja. Genau. Im letzten Jahrtausend, um genau Jahrtausend. Zu sein. Das war ein schöner Meistertitel, ja, was sage ich denn? Kevin Calls? Das muss man schon zugestehen. Weiß? Zweimal. Kevin Calls gibt hier Cash and Bar vielleicht doch nur Ass König und hofft hier auf seine Wahrscheinlichkeiten, aber schlechte Nachrichten, Cash and Bar mit dem Overpair. 560 Big Blinds im Pot, größter Pot des Abends, wobei die Berechnung stimmt nicht ganz, Cash and Bar hat einen größeren Stack, von daher sind wir nur bei 460 Big Blinds. Ich weiß nicht, ob das zum größten Pot reicht, ganz knapp. Wir schauen mal, sie lassen es zweimal laufen, erstes Board kommt runter mit der 10. Ja, also, Kevin ist nicht tot im ersten Durchlauf. Das ist König. Erstes Board geht hier an Cash and Bar. Weiß ich nicht. Zumindest hat er wohl den König. Ich muss erst sagen, aber die Serge hat nur mir gezeigt. Und Dirk, willst du doch sagen, was du hattest? Achso, ich hab Dame König. Ui, okay. Wieder die 10 hier für Kevin. Wieder die 10. Jetzt schauen wir mal. Das ist aber eigentlich eher nicht. 17% Gewinnwahrscheinlichkeit. Wenn die einen Bauern haben. Neun Buben für den Kevin. Achso, das nehmen wir uns gerade durch. Ja, neun Buben. Oder hat der Carlos dann auch eine Straße? Muss nur das 7? 7. Ja, 8 geht auch. 8, 9, 10. Jetzt wieder ein Problem mit dem Reader. Nee, die 8 ist schon da. Ja. Ich würde auch mal die ganzen anderen Karten weglegen, die Reader da noch beeinflussen anstelle des Dealers. Aber jetzt lassen wir die mal machen. Gucken wir doch mal, ob sie es noch irgendwie hinkriegen, unsere Operatoren. Wir haben ja. Ja, das sind die bitteren Entscheidungen, Pizze. Mhm. Ja, ich glaube, das Problem ist da tatsächlich, sind die Reader. Wenn die Karten zu nahe liegen, dann gibt es einfach zu viele Quersignale. Da müsste man auch mal den ganzen Pult da oben mal ein bisschen wegschieben. Also, Kevin noch nicht tot. Turn ist die 3 und der River bringt die Entscheidung. Die Queen. Also, Top Set hier, Cash and Bar, nichts ab. Nice Hand hier von Cash and Bar. Ja, zögert hier nicht, die Lage reinzubringen gegen Kevin. Also die kennen sich halt eh nun auswendig. Lässt sich hier nicht beeindrucken von der 4-Bet von Kevin. Ich habe noch gesagt, Kevin wird hier nicht 4-Betten, der wird wahrscheinlich nur callen. Hätte wahrscheinlich nicht viel geändert, weil, wenn ich mich recht erinnere, im ersten Durchlauf kam die 10 am Flop. Da wäre der Kevin auch steil gegangen oder hätte nicht mehr gefoldet gegen Cash and Bar. Cash and Bar natürlich auch ein Spieler, der hier immer mal irgendwie 7-2 oder irgendein Ass-X handhaben kann oder Queen-Jack oder irgendwas. Auf alle Fälle auch sehr aggressiver Spieler. Da kann man schon mal gegenhalten, muss man auch ab und zu mal ein Zeichen setzen. In dem Fall hat es leider nicht funktioniert für Kevin, für Cash and Bar. So, macht er gut. Dann hätte Carlos einfach noch mehr Gas gegeben. So, weiter geht's. Kevin wäre raus gewesen.
Ja, vielleicht. Und ich dann auch, ich hätte ihn gerettet. Tu nochmal schnell ein Getränk, bis hier die Action weitergeht. Nur einmal. Aber das erste, wir werden auch nur einmal gespielt. Und also gesetzte Fall, Carlos hätte nicht, aber doch, Carlos hätte den Race auf jeden Fall. Carlos hätte nicht gecallt. Die anderen Karten dann mehr weg von der Mitte legen. Weißt du, dass die Lieder halt nicht doppelt beeinflusst werden von den anderen Karten. Die erst drei. Ja. Das jetzt nicht mehr. 75 vielleicht auch noch. War zu wenig, oder? Achso. Das sah mir auch so wenig kaputt. Nee, war schon okay. Ich bin Kevin Reich. So. Am Schwarzmarkt ist alles möglich. Oh yeah. Wenn ich morgen jemand fragt, was ich dann beim Poker gemacht habe, alles ich sage, ich habe nur Geld gestartet. Ein Hochstapler. Ein Hochstapler. Fremde Chips gestapelt. Wie steht der Hochstapler? Es wurde immer auf dem Mühlen. Du hast der mühenlose Stapelboy. Stapelbitch. Ja, genau. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. So, da bin ich wieder zurück. Also, die Laune steigt offensichtlich am Tisch. In dem passt an. Die Pötte steigen, die Stacks steigen und auch die Laune steigt. Das ist auch gut so. Wir schauen uns Handnummer 34 an. Vier Spieler am Flop. Bar Maroon. Mal wieder in der Hand. Ja, da wieder eine gute Starthand. Schnelles Ende. Der halben Pot an. Mhm. Und kein Spieler hier hat eine gute Hand. Zu viel. Mhm. War Pot Size, ja? Ja, war zu viel. Ah, ne, hatte ich halben Pot angespielt, hat Pot Size angespielt. Habe ich kurz falsch verstanden. Ja, was heißt zu viel? Also zu viel war es nicht. Wenn die Spieler halt keine Hände haben. Spielen die Leute mit. Ist egal, was man setzt. Also macht er gut. Die war nicht gut. Er ist wohl ein bisschen unzufrieden, dass er hier kein Geld mehr kriegt. Ja, dürfte das die nächste zweite gelbe Karte? Ich finde auch ein Flop, dass er keine gelbe Karte kriegt. Dann würde er den für mich schon keine auswechseln. Vor allem hier. Dann will ich. Das ist schon vor. Wenn doch Kevin heute so viel ausgesetzt hat. Links oben ist weg. Mit seinem schönen Stirnbändel. 45. Ich glaube, der geht rüber. Das Stirnbändel ist echt der Hammer. Du musst halt und 4. Das sind 25 so, Cent. Fischi eröffnet hier. 7-2 auf Suited. Beide Mist. Ja. Also, er hat es total. Er hat es, glaube ich, nach links unten was Suited oder so. Vize verteidigt und auch Kevin mit dem Suited King wird hier den Call finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kevin hier foldet. Und so sieht es auch aus. Wir schauen mal, ob der Fischi hier die Hand durchbringt. Drei Spieler. 10 hoch, kommt das Board runter. Damit ist Vize eingeloggt in die Hand, sag ich mal. Kann man nicht vorstellen, dass der hier Roller machen. Fold finden wird. Links, aber er wäre unten angeschlagen. Aber gut, halt von innen. Kurz noch dabei, hier sind die Kreuz, der noch. Ist das die eine Karte oder ist das. Ah, doch, ja, das ist die Kreuz 10. Die Kreuz 10. Okay, na, ist vielleicht. Kreuz 10 kaputt. Nein. Frische Karten, oder? Yes. So, jetzt haben wir es geschafft. Ja. So, streichern. Das war der erste Check, gell? Die geile 10. Die geile 10, genau. Ja, Kevin und die geile 10. Ja, alles klar. Durchsage, Deckwechsel nach der Hand. Was für ein Wechsel? Deckwechsel. Durchsage.
Mit AG. Mhm. Also Fischi hier mit der Conti-Bet und Vize mit dem Korn, ich hatte es ja erwähnt. Vize ist eingeloggt hier mit dem Treffer. Eingeloggt ist jetzt auch die 10, die hat offensichtlich Probleme mit dem Reader oder der Reader hat Probleme mit der Karte. Wir versuchen nach der Hand mal das Deck zu wechseln, vielleicht ist es mit dem anderen Deck besser. Die 2 trifft hier den Fischer und wir schauen mal, ob sie hier die Action weiter. Also ich finde, es war halt diesen Eigentor einwechseln. Er hat schon 5 geschossen. Eigentor. Ich habe noch über eine halbe Stunde, da kann noch eine Menge passieren. Torschützen können nicht. Eigentor gibt es immer. Eigentorschützen können nicht, gibt es ja auch. Machen Sie nicht. 5 Eigentore geschossen bisher. Echt? Geht sie ja hier mit dem Check zum Fischi hin und der wird hier nochmal setzen. Ist das ein spektakulärer EM-Flatterball oder? Was nicht, glaube ich. Hm. Ah, aber das ist auch eine winzige Bett, da wird er den Fiese nicht von der 10 runterbekommen. Also Fischi will ja nicht zu viel riskieren. Da hätte er schon 2 richtige saftige Bets hier raushauen müssen am Turn, um den Vize zu beeindrucken. Das reicht nicht für den Vize, um den zum Folgen zu kriegen. Also, was immer das sein kann. Ja, Kudos an Fischi, dass er es versucht hat, 7-2 zu spielen. 7-2 ist ja unser Side-Game. Jeder, der 7-2 offscreen durchkriegt, kriegt als Prämie 2 Bitcoins von jedem Spieler. Sehr beliebtes Side-Game im Poker. Auch bei uns aktiv und immer gern gespielt. Aber geht natürlich auch öfters mal in die Hose. Ja, gerade wenn man so halbherzig spielt, dann muss man auch mal, muss man mal, ne? Sage ich jetzt einfach mal so. Auf alle Fälle hat sich jetzt die schwülwarme Luft so ein bisschen verzogen. Hier hinter mir bläst gerade schön der Höllentäler rein und kühlt den Operator. Ja, kommt gerade richtig gut. So, wir haben, ich glaube, noch 1,5 Orbits vor uns und dann sind wir, glaube ich, so langsam durch mit unserem Stream. Die Spieler sind durch, Kevin ist auch ein bisschen durch. Pfeifenwegs hört man gar nichts mehr. Die meisten sind auch, glaube ich, nur am Fußball gucken. Und das Poker geht so nebenher, habe ich den Eindruck. Genau, der Rheinländer. Naja. Also, Deckwechsel hat der Diener vollzogen, hoffe ich zumindest. Wir haben es gesagt, er ist am Mischen. Solange er mischt, wird er das wahrscheinlich auch gemacht haben. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt besser geht mit dem Einlesen. Vielleicht hat die Kreuz 10 auch wirklich einen Schuss weg. Kann durchaus vorkommen. Also die Karten haben ja in der Karte selber einen RFID-Chip eingelassen. Und durchs Mischen wird der natürlich immer strapaziert. Und die gehen natürlich auch kaputt hin und wieder. Oder sind dann schlechter vom Auslesen her. Wir schauen mal, wenn die Kreuz 10 wieder am Start ist, ob sie geblieben sind. Und das sieht sie hier bei Maroon. Der hat hier nämlich sogar 2 davon. Interessante Konstellation. Pfeifenwegs hier mit Ass König. Birkwitz mit Suited-Karten. Und dann haben wir noch Cash Bar und Fischi hier mit Connectern. Also da wird jetzt was gehen in der Hand auf alle Fälle. Fischi eröffnet, Under the Gun, ja, nicht ganz Under the Gun, aber UDG plus 1. Birkules, nee, Cash and Bar mit der 3-Bet, 1,30. Birkules mit dem Call, Pfeifenwegs nur mit dem Call hier. Maroon auch nur mit dem Call als Big Stack. Also natürlich wieder fatales Poker hier. So schaffen es die Spieler hier zu 5 am Flop zu sein. Und ich sehe schon kommen, das wird doch bestimmt ein Pickboard und Cash and Bar hat ja schön den Pot aufgebläht und kriegt jetzt die Riesenladung. Wir schauen mal. Eins ist sicher, ein Set wird es nicht geben für Maroon. Sie haben das alle draußen. Das 4-4. Und das ist natürlich jetzt absolutes Moneyboard. Da liegt es mit den Trips. Was willst du da noch machen? Birkules spielt hier an, klein. Faltenwix wird wahrscheinlich erhöhen. Ich meine nur, dann können die sind schon ganz gut. Ich glaube halt, die können gut mit den Niederländern mithalten. Also halte ich jetzt nicht auf den Real. 40 kommt das Race. Niederlande gewinnt. Ja, dann spielt Frankreich noch unentschieden. Birk macht's gut hier, nur mit dem Call.
Ja, das sind die Gruppenbesten, die drei Gruppenbesten, vier Gruppenbesten, die kommen ja auch noch dabei. Ja. Gruppen drittbesten. Ja, das die normalerweise, wenn du vier Punkte hast, kommst du noch als dritter weiter. Deswegen haben wir nochmal die Sicherheit oder nochmal Konfidenz hier mit seinem Freund zu spielen. Dirk Dong 3, gibt es keinen Grund für, aber trotzdem führt auf alle Fälle zum Ziel. Pfeifenwegs sofort mit dem All-In. Insta-Call. Eine Katastrophenhand. Eine Katastrophenhand. Was willst du da noch sagen? Schlechte Nachrichten für Pfeifenwegs. Und da wird auch nur einmal gespielt. Da gibt es nichts zu beschönigen. Full House hier für Birk. Pfeifenwegs hätte noch seinen Ass treffen können. Hat er nicht. So gewinnt Birk hier den Pot. Easy Double-Up hier für Birk. Bei dem Post-Flop-Game, Pre-Flop-Game, eine Katastrophe, ich sag's euch. Ja, also, da sieht man mal, was man in so einer Hand auch wirklich dann falsch machen kann. Pre-Flop hier nur mit dem Call mit Ass König. Behält die Spieler drin, am Flop dann zu raisen, wenn der Gegner reindonkt, wo quasi kein Draw draußen liegt. Ja, weiß ich auch nicht, also, ja. Wenn der Gegner am Turn dann halben Pot reinbettet oder halben Stack, um all in zu gehen, was soll der Gegner haben? Ass 8 wird der Gegner das ja sicherlich nicht machen, da wird der Gegner auch eher Check-Call spielen. Also in dem Fall Ass König Post-Flop überspielt, meiner Meinung nach zumindest. Und Birk hier mit dem Easy Double-Up. Gut, auf der anderen Seite natürlich die Frage, hätte er ihn Preflop rausgekriegt? Birk ist ja nicht der Kandidat zum Folgen, aber wenn er da Preflop einfach mal 5 gerade macht, dann wird der Birk auch überlegen. So, verdoppelt der Birk und so spielt Kevin unser Qualitätssiegel für erfolgreiche Hände. Ich hätte fast gesagt für gute Hände. Für erfolgreiche Hände. Glückwunsch an Birk. So, wie komme ich jetzt hier zurück? Da wollen wir hin. Also, weiter geht's. Hand Nummer 37. Die nächste Bewährungsprobe für Pfeifenwegs. Cashenbar eröffnet hier. Diesmal Pfeifenwegs mit der 3-Bet Preflop. Ja, macht es aber auch keinen großen Unterschied. A ist die 3-Bette relativ klein gewählt. Und die Spieler hinter ihm haben spekulative Hände. Und die Stacks sind jetzt halt auch deutlich deeper. Von daher wird hier schnell gecallt. Der Einzige, der ein bisschen shorter ist, ist der Kevin hier noch. Aber der will es wahrscheinlich einfach jetzt auf einen günstigen Board reinbringen. Wir schauen mal. Ja, das ist ein sehr günstiges Board hier für Kevin. Nix mit dem Overpair. Kommt die Bett. 3 glatt. Geht sie mit der Herzdame? Oh, yes. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nein. Der Griesmann drin hat das. Ja, ja, das. Schon wieder Slapstick. Ja, ich wollte mal sagen. Der ist echt ein Man of the Match, aber. Ich bin called hier. Ja, Zu mir. Ich treffe eine Verbesserung für Kevin. Ja, eine schlechte Karte für Kevin. Nee, du bist. Nimmt dem Kevin hier die 2-Pair Outs. Und da foldet er, Kevin. Na? Gut, von den Odds her hätte er noch callen können. Auf der anderen Seite ist er sich natürlich nicht sicher, ob die ganzen Herzkarten hier am River noch clean sind. Vielleicht hat der Pfeifenwegs ja auch einfach ein Overpair, das ein Herz enthält. Hat er jetzt in dem Fall nicht gehabt, hätte er callen können nach Odds, aber wenn der Pfeifenwegs hier die Herzdame, Herzkönig oder irgendwas was, mit Herz Ass hält, dann sieht es natürlich anders aus. Also kann man schon folden. Dünnes Plus immerhin. Man kann es am Flop reinstellen, aber der Pfeifenwegs wird er eh nicht folden. Von daher war, glaube ich, okay die Hand hier von Kevin an der Stelle. Nice Hand.
Und wird den Pfeifenwegs auch wieder ein bisschen beruhigen, dass er jetzt hier mal wieder einen Pott gemacht hat. Also, wenn du es sagst. Nee, haben wir schon. Haben wir. Ui. Ach so? Ja. Das sind drei. Was ist das? Das ist ein Minerals als. Ach so. Ich wollte gerade sagen, du hast doch geschaut. Ja, eben. Das also totale Verwirrung. Zwei Pötte in Folge für den Pfeifenwix und das bringt mich total durcheinander. Minrace hier auf 10 Big Blinds hier vom Pfeifenwix. Wird gecallt hier vom Vize und Kevin bringt den Mini-Stack hier schnell rein. Ich würde sagen, gegen Kevin reicht es, aber da kommen ja auch so viele. Ja, und das sagt sie ja. Da wird es auch nicht nur einen Caller geben, denke ich. Also Dirk wird hier auf alle Fälle callen. Ah, das geht schon. Man muss halt dann 20 setzen, damit der Rest rauskommt. Je nachdem, was die Spieler vor ihm machen. Halt, Fische überlegt auf alle Fälle. Dann kommt so ein Karl. Der spart einen großen Stack. Hau dir 40 um die Ohren. Kann ich mir vorstellen, dass er hier sogar einen Race auspackt. Ja, das macht er ja auch. Will hier Kevin isolieren, die Gegner rausdrücken, die Dead Money quasi im Pott behalten. Und es klappt auch. Also, gutes Play hier von Cash and Bar. King 10 gegen Ass 7. Oh ja. Ich hatte König 8. Bin ich mal gespannt. König Bube. Einmal wird gedealt. Ja, Dame 7. Karo war gar nicht so schlecht. Oh, ein Herz. 4-5. 4-5. Ah, reicht nicht. Also. Doppel hinten da. Die Hand von Kevin hält. Kevin mit dem Doppler gegen Cash-in-Bar. Das wird dem Kevin doch schmecken, auch wenn er im Hintertreffen ist nach den ganzen Pötten. Yeah. Macht hier einen Pott gegen Cash-in-Bar. Das ist doch immer gut. Yeah. Jetzt gerade nochmal. Ja. Also, nice hand, Kevin. Macht er gut. Aber und ich glaube, im Fußball ist auch was passiert. Ich habe hinten irgendjemand in Orange jubeln sehen. Also wahrscheinlich ist ein Tor gefallen. Ich habe den Tischsound auch noch ganz leise hier drauf und da höre ich es nicht so richtig. Muss ich gleich mal selber im Internet gucken, ob es da jetzt ein Tor gab oder nicht oder was oder wie. Ah doch, wohl abseits offensichtlich. Gehe ich doch mal hier auf so eine Sportseite. Kicker.de ja, hat es doch dann meistens wahrscheinlich. Ja, da steht noch 0-0. Ach so, weil da halt im Weg steht. Ja, also nichts passiert. Kann man so lassen, wir noch weitermachen. Gut, also Kevin hat gewonnen. Verdoppelt hier endlich mal eine Hand, die der Kevin gewinnt. Wobei Hände hatte Kevin genug gewonnen. Er hat große Hände verloren. Das war, glaube ich, bisher so das Problem. Gerade die große Hand gegen Cash and Bar, die hat ihn jetzt so ein bisschen ins Hintertreffen gebracht. Wir werden es gleich sehen bei der nächsten Stats-Pause. Weiter geht's. Und ich meine, hat einfach gezuckt. Ja, ja, also ich fand es. Also wenn er jetzt also wenn er gegen den Holländer spielt, dann ja, gut. Die Frage ist halt, steht er so oder steht er so im Weg, dass er irritiert oder so? Nee. Das ist halt einfach mal machen. Das könnte ja gut werden. Ja, einfach mal. Jetzt gucken wir mal. Zeig doch mal Wiederholungen, Mensch. Ja, man muss es ja von vorne sehen. Von der Farbe, von der Seite siehst du es. Warum zeigen sie denn keine Wiederholung? Was soll denn das? Haben sie eine schon. Ja, eine. Aber nur die von der Seite. Ja. Die bringen, finde ich, nichts für die Beurteilung von der Situation. Ja. Check. Ja, also, wenn natürlich jetzt Holland gewinnt, dann hast du natürlich das Race offen. Nee, genau. Ja, check beiden. So, Vize versucht hier den Pott zu kaufen. König 10 und schafft es auch, die beste Hand zum Folgen zu bringen. King Jack geht in den Mack und Vize holt den Pott. Das heißt, noch eine Hand und dann haben wir unser Stats Break. Polen, den holt er sich gleich her. Ja, aber der Masse macht hinten noch die beste Situation gecheckt wird. Der beste Kumpel. Und wer checkt da jetzt? Der macht ja auch weiter. Das ist schon mal so. Oh, ja.
Ist das Köln oder wo? Haben die einen EM-Keller speziell? Köln. Nee, Leipzig. Leipzig. Das ist doch der neue. Der neue, also ich habe gesagt, sie sitzt in Köln. Echt? In Deutschland schon. Ja. Bin ich mir. Sendung Neustart. Sendung Neustart. Sendung Neustart, jawohl. Ja. Das ist fett, ne? Gut für mich, für meinen Tipp. Ja, naja. So, wir haben Seitenwegs mit dem Straddle, ganz ungewöhnlich. Ja, das ist nur eine Wiederholung. Hier, Under the Gun. Wird hier vermutlich gesehen. Macht auch 75. Check, check. Maroon mit der Pocket. Doppelcheck. Doppelcheck. Kommt doch der FIFA-Experte. Und mit dem Min-Race wieder. Das scheint so ein Ding zu sein von Maroon. Ah, wird hier aber kein Abhalten so vor allem. Da kommt dann so Connected, Connector, Hands, werden die gerne callen. Geht alle super Odds. Ah ja, aber wo will er da rankommen? Ja, 1,50. Okay, ja. Das ist auch ein eindeutiger Tor. Nein, wird er gleich ausgerechnet. Hier gibt es auch noch eine Option auf den Call, auf den großen, großen Top. Sich nicht entgehen lassen. Und jetzt hätte Pfeifenwegs die Chance, Pizza die Chance, hier richtig drüber zu regeln, macht er aber nicht. Callt hier auch nur und sechs Spieler sehen den Flop. Der kommt runter, Dame 4-4, zwei Tick insgesamt. Wird auch erstmal schnell gecheckt. Langsam aufpassen mit deinen Versprechen, die du meiner Tochter so machst. Da hast du ja erst Pommes versprochen für diese Woche Donnerstag, hast du dich eingehalten. Und dann hast du hier einen Stein versprochen mitzubringen. Die Magic ist alles geil. Die Magic ist direkt, die fängt da ein, oder? Wann ist Pommes bei Carlos? Wann kommt der Mick zum Pommes essen? Ja, jetzt ist es. Steinchen besorge ich. Hast du die Story gehört? Was glaubst du jetzt schon? So, Maroon jetzt hier mit der Condibet, nachdem er Min-Race hat, Preflop. Ja, Offside ist ja klar. Das Board ist natürlich günstig. Echt jetzt? Ja. Könnte sogar funktionieren. So. Der Einzige, der hier vielleicht noch callen könnte, wäre der Vize. Ja, das ist sein Teamkollege. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der Vize hier 4,50 callt. Auch einfach eine gute Größe jetzt. Einfach mal richtig eingesetzt. Nicht so schwach wie Preflop. Einfach mal gut. Spielt hier sein Image. Hat auch die beste Hand. Und gewinnt zu Recht. Kannst du. Hab ich. So. Also. Stats Break. Schauen wir uns mal an, wo die Spieler aktuell stehen. 40 Hände gespielt, 5 Orbits. Bra Maroon führt an der Spitze mit 3¼ Lagen. 32,55 im Plus. Cash and Bar nach der großen Hand gegen Kevin jetzt mit 2 Lagen im Plus. Vize im Plus, 17,30 nach der Hand gegen Fischi. Pocahontas unverändert, bei der ging nicht so viele. Und Birkules. Nee, er muss dann grün noch haben. Nee, aber ich habe einfach weitergedrückt. Nächste Hand, Birkules. Folge, wenn wir warten einfach, dann geht's ja auch, oder? Birkules. Folge, wenn wir warten, dann geht's doch, oder? Ja, jetzt muss ich kurz durchsagen. Wir sind ja verbunden. So, also ich mach mal weiter hier, nachdem der Operator kurz Durchsage, für Chaos Durchsage hat. War. Pfeifenwegs im Minus nach der großen Hand, die er hier mit Ass-König verschossen hat. Kevin 3 Lagen im Minus, nach der Hand gegen Cash and Bar. Fischi weiter im Minus, 7-2 hat ihm auch nicht geholfen, in die Brustzone zu kommen. Am Pop hat sich nicht viel geändert und verändert Birk ganz vorne. Gibt es immer noch Kevin, aggressivster Spieler. Cash and Bar hat den Birk überholt. Passt du auf beim Sternchenbier beim Öffnen, weil das mal so scheut? Ist jetzt der Bra Maroon vorne. Also der hat heute wirklich Hände und eine gute Winrate. Also, jetzt schauen wir mal, weiter geht's. Gucken wir mal, ob der Dealer es hinkriegt. Unser Dealer Tentakel, Orakel. Also, grün. Gucken wir mal, ob er es hinkriegt. Ja, sei ihm aber auch verziehen jetzt nach 2 Stunden 40 Dealen, Spielen und hier die Eingabe machen, kann man auch mal leichte Unkonzentriertheiten an den Tag legen. Ich höre gerade aus dem Off, es gibt Probleme mit dem Kühlschrank und dem alkoholischen Getränken oder den nicht alkoholischen Getränken. Ich glaube, Pocahontas hat Probleme mit dem alkoholfreien Bier. So, Lisa folded up. Fischiger Höhlet, 1,50.
Toppings. Mhm. Unbedingt. So, Hand Nummer 41, letzter Orbit. Pfeifenwegs gegen Fischi hier. Heads up, zwei Spieler. Schauen wir mal, was der Pfeifenwegs aus dieser Hand macht. Immerhin flackt er hier ganz gut. So, check. Und checkt hier auch nur. Hat den Chef jetzt geschrieben. Mhm. Gucken wir mal, ob der Fischi versucht, hier was zu machen. Ja, er versucht's. Wenn der Pfeifenwegs gut ist, callt er hier nur. Hack's ihn weg. Das macht er auch. Gut gespielt hier von Pfeifenwegs. Jetzt ein Ass wäre natürlich eine absolute Money Card. Ja, es ist nur 3. Du hast recht, es schäumt. Der Erbstadt. Der jetzt glaube ich nur eine Rampe. Er hat gesagt, dass es schäumt. Achso, okay. Danke. 1,75. Ich hätte den Bums gesagt, weißt du? Ob der Fischi jetzt noch weiter bluffen will, das macht gut. Schauen mal. Nee. So, jetzt aber. Ich hab's über die Spüle gehalten. Sollen wir nochmal Sidebet machen? Ja. Nummer 25. Ist Sophie rausgekommen, tatsächlich? Ist ja. Sie? Ja. 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 Hab ich auch reingechippt. Oh. Wie lange geht eigentlich das Spiel noch? Viertelstunde. Ich fühle noch 2 Stunden. Ne? Mit der ganzen Nachspielzeit, mit Check und allem. Ah, Fischi wittert den Karten oder sieht zumindest seine Chancen auf Erfolg, seine Aussichten auf Erfolg schwinden und findet den Fold hier. Gott sei Dank schafft er da einen Absprung. Das wäre jetzt natürlich noch bitter gewesen, in der Hand nochmal groß zu blöffen gegen Pfeifenwegs, der hier absolut die Nuts hält. Top-Set hier für Pfeifenwegs. Also der hat gute Starthände, muss man schon sagen. Ich sage jetzt mal eben am Tisch durch, dass der letzte Orbit läuft. Also ich sag jetzt mal, wenn Spanien immer diese Leistung abruft, dann hat kein Team ja eine Chance. Da gebe ich nicht. Ja, dann das ist war Pflicht. Das war Durchsage, letzter Orbit läuft. Obacht. Obacht. Allerdings muss ich sagen, dass die Italiener ziemlich schlecht waren. Und bei den Deutschen ist es also, so, man nicht aus. Letzter Orbit. Ja. Aber die haben wir bis jetzt nicht. Machen wir 48 Hände heute gespielt. In ich sag mal, ungefähr 3 Stunden könnte der Punkt damit werden mit 6 Orbits. 2 Orbits pro Stunde ist eigentlich ein guter Schnitt für so eine Live-Game-Runde. Das weißt du dann halt auch nicht. Vielleicht taktieren sie, damit sie nicht unbedingt. Weil wenn sie gewinnen, sind sie dann spätestens im Viertelfinale gegen Spanien dran, solange Spanien weiterkommt und davon ist es mal auszugehen. Wenn es weiter werden, dann spielen sie gegen Italien. Genau. Und die sind schlagbar, wie du ja gesehen hast. Und dann können sie aber den anderen Baum erst im Finale wieder gegen Spanien verlieren. Aber ob sie so taktieren, boah, ich kann nicht. Nee. Ich glaube, die wollen lieber auf diese Ultra-Runde. Ramarun auf alle Fälle mit der nächsten Reflop-Erhöhung. Ja. Steigt hier direkt ein mit 7,5 Big Blinds. Gut spielen und trotzdem verlieren, ja. Kriegt aber 2 Caller. Gucken, so wie es für ihn aktuell läuft, wird er den Block wahrscheinlich auch nochmal betten oder zumindest attackieren. Ja, opala, falscher Knopf. Ja, und ich sag mal 10-9-2. So, also ein schlechtes Board hier, vermeintlich. Ich würde sagen, die Deutschen haben so eine gute Mischung. Also, die können auch gegen Spanien. Dirk jetzt natürlich mit Kuper. Das könnte einen großen Pot generieren. Gucken wir mal, was der Dirk draus macht. Genau diese Leute, die jetzt in die EM-Karte dazugekommen sind, genau die Leute habe ich gesagt, die müssen rein. Dirk hier nur mit einem kleinen Race. Geht nur an den Start. Die sind auch wenig. Möglicher Flush-Draw ist ja draußen und ja. Viele Anker-Draws sind möglich. Mannigfaltige Straßendraws, also da finde ich das Race hier von Dirk zu klein. Aber sonst haben sie den Kader 1-2 zu holen. Schau mal. Ich war total erstaunt, als er das gesagt hat. Das ist alles dabei. Ich hätte halt auch mal nur neuerlich ins Tor gestellt, aber das. Bis jetzt wäre es ein Fehler gewesen. Maroon folded, das gibt's doch nicht. Weil Neuer schon gut war. Also das finde ich ja auch zu tight. Gerade mit dem Deep Stack Poker, das jetzt gespielt wird. Und dem Gegner Birk, wo man doch eigentlich noch hoffen kann, eine gute Auszahlung zu kriegen, wenn die Straße ankommt. Weiß nicht, ob Maroon hier Angst vor einem möglichen Kreuzdraw hat, dass die Outs vielleicht nicht clean sind hier auf die Straße. Weiß ich nicht, aber ich finde den Fold finde ich zu tight, gerade weil Birk immer so kleine Race-Sizes macht. Sehe ich da eigentlich schon einen Call?
Also bei den Stack-Sizes. Naja, gut. Salziges Chips oder was? Ja, ich wollte. Lass mal so stehen, einfach, Maru, ne? Wenn du das guckst, lass mal so stehen. Du führst ja an, von daher. Abgenickt. Weiter geht's. Ich hätte auch gerne einen Charme sehen. Das macht dir zu teuer. Schick mal. Ja. 65. Okay, kurzes Zwiegespräch mit Pfeifenwix. Er wollte noch kurz eine Meinung haben, wie er die Damen gespielt hat. Ich habe mal gesagt, er hat sie gespielt. So viel kann ich sagen, ob sie gut oder schlecht gespielt hat. Kein Kommentar. Hand Nummer 43. Jetzt sind aber echt ein paar gute Starthände unterwegs. Du konntest, öffnet hier Cash and Bar mit der 3-Bet auf 1,80 und Vize auch nur mit dem Call. Und das bei den deepen Stacks. Guckt euch das an. Der Einzige ist hier Kevin, der hier short ist in der Runde. Ich glaube, Kevins Taktik ist einfach günstiger Flop und rein damit. Der Rest natürlich ultra deep. Und ich glaube, die scheuen sich davor, Preflop hier eine große 4-Bet auszupacken. Sage ich. Und dann kommt die 4-Bet von Pocahontas. Ich hätte es auf zweimal getippt, aber das war nicht dabei in den Antworten. Ah, 6,65. Kleine 4-Bet hier. Aber ist natürlich jetzt ein Zeichen hier, wenn Pocahontas eine 4-Bet auspackt, dann ist Alarm am Start. Wird jetzt hier Cash in Bar natürlich auch nicht schmecken. Auf der anderen Seite sind die Odds natürlich super jetzt. 4,85 für 12 muss er nachlegen. Und dann ist die Frage, was macht Vize mit der Hand? Was macht Vize mit der Hand? Sehr, sehr schön. Die 3-Bet hat er nur gecallt hier von Cash in Bar. 65. Jetzt müsste er halt mal richtig einen raushauen. Also 20 glatt, einfach mal ein Zeichen setzen. Ich sehe ihn aber schon fast folden. Das klingt nach purer Angst. Kevin genießt das Ganze offensichtlich, zumindest genießt er die Süßigkeiten. Und Vize callt auch. So, jetzt gucken wir mal, was Kevin macht. Der wird sie jetzt wahrscheinlich verabschieden. Ja, und auch völlig zu Recht. Drei Spieler. Ja, so Kevin hat es schon geschafft. 220 Big Blinds fast Preflop im Pot. Und Cash in Bar. Bringt das Board. Ass 9-7 mit 2 Kreuz. Also, besser geht's ja fast nicht. Cash and Bar hier mit Flush Draw plus Gutshot. Der wird im Lebtag nicht folden. Das wird der größte Pot des Abends. Das sage ich jetzt schon an. Cash and Bar wird auf alle Fälle setzen. Wenn er schlau ist, checkt er hier selber und nimmt die freie Karte. Aber das ist nicht das Ding von Cash and Bar. Cent oder was? Overbet, 25. Quasi mein All-In. 14, ein bisschen mehr. Ja, aber nur 3 Euro. Ich glaube, das ist die größte Bet des Abends. Und für Vize jetzt natürlich ganz schwierig. Genau. In einem 4-Bet-Pot. Okay. Ja, so schwer ist es gar nicht. Geht all in. Und Pocahontas, da gibt's nichts zu überlegen. Schmeißt die Hand weg. Schmetterling, du kleines Ding. Such dir eine Tänzerin. Genau das denke ich auch gerade. Du heißt so. Oh, wie lustig tanzt man da. Lustig, lustig wie der Wind.
Ja, guck mal, das weiter überlegen. Ja, da gibt es eigentlich gar nichts zu überlegen. Nach der Action sind Zehner hier nie gut. Also einfach, einfach entsorgen die Hand. Da gibt es gar keinen Grund nachzudenken. Fouls. Und Cashen war natürlich mit dem Call. Mir egal. Ich habe mir Preflop gedacht, mit 7 kann ich da nicht mitspielen. Ich habe mich geschlagen. Ich wusste einmal. Eieiei. Größter Pot des Abends. Ja. Alles. Größter Pot des Abends. Vielleicht sogar der größte Pot der Season. Okay. Wir schauen mal. Zweimal wird gedealt. Bei dem Setup auch eine gute Idee, hier zweimal laufen zu lassen. Also good luck an die beiden. Mann. Da ist die Queen im ersten Durchlauf und die 4 Vize gewinnt den ersten Durchlauf. Für die 10, outs für Cashebar. Und die 6, Vize gewinnt auch den zweiten Durchlauf. Eieiei. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Eieiei. Vize gewinnt den größten Pot des Abends. Leck um Mio. Haben Sie zweimal gemacht? Ja, egal, was machst du da? Ich hatte 10. 39,65. Also ein riesen Topf. Wow. Muss ich erstmal kurz, durchschnaufen. 1000 Big Blinds in dem Pot. Und Vize. Man kann aber nächstes Mal 95 setzen, hat immer noch mal. Der große Gewinner des Pots. Leck oben Mio. Ja, also die Spieler zählen jetzt hier noch die Chips zusammen. Gut gelaufen für Vize. So wie die Hand gespielt war, war das nicht zu erwarten, dass der Vize hier einfach so easy all-in geht. Aber er hat es gemacht. Ja. Und ist jetzt sichtlich auch gut gelaunt. Für Cash and Bar halt nicht foldbar. Die Hand hier mit dem Flush-Draw, dem Gutshot. Also so viele Outs, da kommst du nicht mehr raus. Allein schon, weil Preflop sind schon 220 Big Blinds drin. Was willst du da noch folden? Also nicht mehr foldbar die Hand Postflop. Die Frage ist, was der Vize da macht. Preflop nur Call. Am Flop, wo der Gegner eigentlich nur so Combo-Draws und Sets reinpusht. Dann noch selber die Lage reinbringen. Bedenklich, aber ja, in dem Fall ist es gut gegangen und er zieht den größten Pot des Abends. Vermeintlich den größten Pot der Session. Der Session der Staffel. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob es in der Staffel einen größeren Pot gegeben hat als 1000 Big Blinds. Das ist schon massiv. Vize ist einsam an der Spitze des Tableaus. Hat hier einfach den riesen Stack vom Cash and Bar einfach abgeräumt. Also, weiter geht's. Die letzten Hände. Ja, was hat Lisa angerichtet? Sie sagt selber. Ganz starke Hand. Ja. Bebsen, danke für den Kommentar. Ja, wir arbeiten dran. Wir hoffen, dass es immer besser wird. Ja? Wir haben nur noch das größte Problem, dass wir nicht regelmäßig streamen. Das ist unser größtes Problem. Aber ich glaube, die Qualität vom Stream ist schon sehr gut. Für ein Homegame fast schon zu gut. Macht Spaß auf alle Fälle. Danke. Spaß beim Zuschauen. Auch wenn wir gleich am Ende sind. Letzter Orbit läuft. 48 Hände spielen wir heute. So, und ich bin auf der falschen Kamera, sehe ich gerade. Musste einfach noch kurz den Vize einblenden. Wir schauen mal. Ich habe schon die ganze Action verpasst in Handnummer 44. Okay. Man hätte auch gleich vermeldet, naja, gar nicht. Never lose, never lose. Wer war das? Hast du auch Chips?
Frechdachs. Dirk gewinnt hier. 7 Dos von jedem 20 Chips. 2 Big Blinds ist die Prämie für 7 Dos auf Suit. Also macht er gut. Nice Hand hier von Birk. Ja, krasse Hand nochmal auf alle Fälle. Bin immer noch kurz geschockt oder geflasht vom größten Pot des Abends. Größter Pot der Staffel. Ja, muss ich mir nochmal angucken. Machen wir wahrscheinlich auch nochmal kurz ein Short oder ein Video dazu. Muss ich auch nochmal an Kevin zu interviewen, was er zu der Hand denkt. Ja, Vize hier Preflop mit dem Call der 4-Bet, Cold Call und dann auf die Overbet vom Cash in Bar geht er selber auch in. Ja, also bin ich nicht ganz zufrieden mit dem Vize, auch wenn er die Hand hier gewinnt, bin ich nicht ganz zufrieden. Aber gut, sein gegönnt, wer die Hand gewinnt, hat recht und immerhin der größte Pot. Wir schauen mal, ob es noch ein, zwei große Pötte gibt hier in den letzten Händen. Das hier mit dem Open Race und Kevin mit der 3-Bet am Button. 89 muted. Ja, interessante Konstellation. Schauen wir mal. Heads up. Kevin wird ja auf alle Fälle, sobald er irgendwas hat, versuchen, die Lage reinzubringen. Und hier groß setzen, wie ich ihn kenne. Ja, von wegen Banane, halber Pot. Reicht hier, um die Hand klar zu machen. Ja, da noch nicht so viel Fortune gehabt, der Kevin. Hat zwar viele Hände gewonnen, aber im Tableau steht er leider in den roten Zahlen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen nach den zwei, drei größten Fetten. Anderthalb Minuten. So, wir werfen auf alle Fälle mal jetzt nach dem Riesenpot einen Blick auf unseren großen Gewinner heute, den Vize. 71 im Plus, VPIP 57,4%, PFR 12,8%. Und größter Pot des Abends. Da brauchen wir auch noch so ein größter Pot des Abends. Jingle, Einblendung, irgendwas brauchen wir da noch. Für ein Pizza. So. Nice Pot auf alle Fälle. Vielen Dank, Carlos. Gleich Schluss. Eine Minute. Er meint, Leute, hier. Ja. Zwei. Doppelstraddle. Halbenwegs Limit hier rein. Kevin mit dem Race. Wir sehen leider nicht die Karte von Kevin. Oh, jetzt aber. Nee. Na doch. Durchsage Kevin einlesen. Kevin einlesen. Oh ja. Oh, Frankreich. Sehr enttäuscht. Ja, so, Cash and Bar geht all in mit seinem Reststack nach dem großen Pot. Was der Körper raus? Ja, ja. Zwei große. Ja, genau, er kommt auch zwei schon. Zwei Spieler callen. Da gibt es immer die Chance auf einen Vervierfacher hier für Cash and Bar. Hat ja auch eine der besten Starthände. Ja, zumindest. Zumindest trifft keiner der Gegner hier. Entscheidend. Birko, das ist mit dem Open Ender. Da wird es natürlich nicht mehr rausgehen aus der Hand. Wundert mich, dass er hier nur checkt. Pfeifenwegs mit dem Treffer spielt an. Kevin ohne Treffer, ohne Draw. 57. Birk mit dem Check Raise hier. Interessant. Und das wird wahrscheinlich für Pfeifenwegs zu viel sein. Das ist natürlich ein starker Call, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass der Pfeifenwegs hier einen Call findet. Das ist vorbei. Ja. Oh, Mann. Tja. Ja. Guck da nochmal an die Hand.
Auch, ja. Wir sind die Paprika, die ungarischen, die besten. Finde ich. Mit Abstand. Ja? Mhm. Wie auch Geschmack. Ja, ungarischer Geschmack. Mhm. Das ist ähnlicher Geschmack wie die Paprika. Paprika halt einfach. Ja, was hat das war anderes? Das ist noch scharf zusätzlich. Zum Paprika-Geschmack. Ja, so Barbecue oder das Chakalaka oder. Bäh. Schmeckt alles eklig. Ja, das kann nix. Überlegt doch länger. Eben. Oder gesalzen halt, klassisch. Nee. Jeder Geschmack ist gut. So, ja, Kindergarten ist okay. Ab und zu mal. Pina Colada. Pina Colada. Gibt's wirklich. Und foldet. Was gibt's? Ja, also das ist jetzt ganz klar. Alter, ja. Ich hab am Wochenende Pringles. Birk hier nimmt hier den besten Spieler aus der Hand raus mit seinem Check Race. Hat aber nur 6 hoch und den Open Ender. Krabbengeschmack. Ja, wir schauen mal. Was machst du da? Jetzt. Ja, wer ist was? Ach so, die 1,95? Ja. Ah. Birk mit dem Treffer. Und Cash and Bar mit dem River. Vervierfacht hier sein Stack. 7,95. Also, kleines Trostpflaster an unseren Dealer, Spieler, Operator, unser Tentakel. So, das würde er auch bei 3 Chips sagen, oder? Sogar bei 2 würde er sagen. Aber gut. Ist auf alle Fälle ein Garant für große Action, Cash and Bar. Das muss man ihm einfach lassen. Nicht irritieren lassen, der Pot wird zu groß angezeigt, weil Birk mehr im Stack hatte. Ist noch ein kleiner Fehler in unserer Software, der wird auch noch korrigiert werden. Effektiver Pot waren jetzt 7,95 für Cash and Bar. Birk hatte All-In gepusht oder geraced und dadurch ist der Pot nominell größer, aber effektiv nur 7,95 für Cash and Bar. Nix mehr. So, vorletzte Hand. In unserem Stream für heute. Nee, da hast du schon andere Abende gehabt. Und toi toi toi, der Stream lief stabil durch, bis auf den einen kurzen Hänger bei unserer Software. Mein Ding stimmt aber nicht mehr. Da stand 24,60. 20 auf jeden Fall bei jedem weniger. Ja, Kevin erhöht hier nochmal. Ja, wir zählen ja eh jetzt gleich. Der Dealer sagt's, nach der nächsten Hand, nach der letzten Hand gibt es nochmal einen Chipcount. Dann aktualisieren wir nochmal, bevor wir die Abschluss-Stats hier einblenden für euch. Maroon mit dem Call, Pocahontas mit dem Call, aber Button. Nee, Birk mit 2,6 off, gucken wir mal. Ah, okay. 10,50. Oh, und Vize muss dem Pfeifenwix noch helfen beim Chipzählen. Ja, aber das kann sein, dass das gezählt hat. Also Birkel ist auch mit dem Call. 2,6 auf Seahut ist gut genug für den Call. Schauen wir mal, ob er belohnt wird. Also wirklich eine lose Runde, ein loser Spieler. Flop kommt runter, 9,8,3. Maroon mit Top Pair. Okay, Kicker. Das mal 10 als Kicker. Kevin mit dem Ass und Backdoor Outs checkt hier. Und Maroon sollte setzen, wird setzen. 2,50 finde ich auch eine gute Größe, so 2/3 Pot, kann man hier gut anspielen. Wo kam das mit Overcards? Ja, Kevin, willst du noch mal wissen in der vorletzten Hand? Er floatet hier. Alles umsonst gestartet. Ja, und guck doch noch mal. Und die 5. Ja. Ja, und klare Ansage hier. Maroon setzt Kevin all in. Er hat hier vermeintlich nur das Ass als Out. Gut, sein Gutshot macht dazu, aber das macht nicht viel aus. Was
4-6. Ja, überlegt ja noch, ob der Gegner irgendwie 10 Junge hat, ob er noch live sein könnte mit seinem Ass. Ist er nicht. Und bringt seinen Stack nochmal unter in der vorletzten Hand. Aber mit wenig Gewinnchancen. Wir schauen mal. Die 3 kommt, eine Blank am River. Maroon bleibt vorne und gewinnt auch diesen Pot. Ist er gekommen? Noch nicht jetzt. So, Rabbit Cam. Hat auch nichts gebracht. Also, Charge und Blatt, Kevin. Das hat nichts gebracht. Das bleibt dabei. Shut up and take my money. Kevin will das Geld unterbringen heute. Yeah. Also Maroon ist weiter am Stapeln und läuft gut heute, performt gut heute. Auch wenn er tighter unterwegs ist und mit seiner Min-Bet-Strategie hier unterwegs ist, hat er trotzdem Showdown-Luck, das Showdown-Luck und sieht hier einfach die Pötte und performt einfach gut heute. Letzte Hand des Abends. Dass ein Abseits steht, weiß, glaube ich, jeder so, aber. Naja, schwere Entscheidung. Letzte Hand. Komm nicht mehr zurück in die Tür, sondern. 100 Arten zu machen, Kohle. 100 Arten Kohle zu machen. Ja. Dann ist es jetzt eine Nullrunde für dich, oder? Kannst du das machen? Außer Kohle. Ja. Ich hab das hier gerade wieder bei den Statisten. Die eine Hand und der Hand gespielt. Ja, aber die eine Hand nur für ihn. Durchsage, Durchsage, hab Kevin 10 eingebucht. Hä? Ich hab 10 eingebucht. Das war jetzt hier. So, gab kurze Irritationen, ob der Kevin hier rebuyen kann in der laufenden Hand. Der Dealer hat es vergessen, in der Dealenpause einzubuchen, aber ich habe das kurz geregelt für die letzte Hand. Und Kevin hat offensichtlich auch einen Grund gehabt. In der letzten Hand will er es nochmal reinbringen. Also Kevin haut noch mal alles raus in der letzten Hand. Finde ich gut. Guter Mann. Daumen hoch, Kevin. So, jetzt sind Schwarzen gar besser gekommen. So, schauen wir mal, ob noch jemand juckeln will in der letzten Hand. Flip mal um 100 Lines. Wer ist dabei? Ja, der kennt noch deine Karte. Ist das 2-7 off oder was? Nee, das ist mit Schiebung. Schiebung, glaube ich. Ist mir egal. Falsche Position. Gut. Gib ihm halt die 30 Cent, die er gewinnt. Aber wenn er wollt, nicht die Situation doch mal nicht vorüber. So, komm, zeig's uns. Jetzt komm, bei den 10 Euro kannst du auch zeigen. So, also. Kevin gewinnt die letzte Hand des Abends. Jetzt weiß ich nicht, ob die noch ein Glückspair spielen werden. So, also Glückspair noch alles? Ja, also Ansage vom Dealer, es wird noch Glückspair gespielt. Für alle, die Glückspair nicht kennen, das spielen wir immer als Side-Game oder als Extra-Game. Einmal am Abend oder mehrfach am Abend. Jeder Spieler legt 10 Big Blinds blind als Grundeinsatz und es wird einfach offen gespielt und runtergedealt. Gewinner oder die Gewinner kriegen den Pot. Nennt sich Glückspair, 10 Big Blinds. Das heißt, wir haben 80 Big Blinds in der Hand als Pot und schauen wir mal, was passiert. Let's go! Ja, viele. Ja, ich glaube, das 3-5 wäre jetzt ein bisschen zu riskant. Das machen können. Wird offen gespielt. Also, Dealer legt die Karten direkt offen hin. Jetzt kriegt er auch noch. Oh. Zählt das? Kriegt er die Girls? Wir haben das mit den Ladies. Doppeldame hier bei Birk. Aber das hat nichts zu heißen gegen 7 Spieler. Wird es schwer. Gehen wir doch weg. Zwischenbar hat die 7 und wir schauen mal, was das Board bringt. Ja, ja, und zwar beide in Tick unten und Kreuz noch. Eine junge 8 in Herz. Herz Ass ist draußen. Two Pair für Pfeifenwegs und Pocahontas. Also
Die Damen werden es schwer haben. 10 ist nicht draußen. So, jetzt. Wir müssen noch viele laden. Ja, jetzt. Jetzt wird's spannend. Erstmal die Bets eingeben, no. Genau. Warum willst denn du jetzt eine 10? Weiß ich nicht. Ich hätte gern. Eine 10 wäre super, ja. Dings. Ein Herz. Ein Dings? Ein Ding. Ein Junge, noch eine 8. Das ist Splitpot. Okay. Das hilft mir ja eigentlich gar nichts. Also hau den Turn raus, Keschebar. Naja, und. Was soll ich mir denn sonst wünschen? Schon bin passiert. Kein Herz. Ja, eine Blank. Eine Dame, sehr schön. Brauchst du eine Dame? Ja. Brauchst du, ja. Und da ist das Herz. Bramoon zieht den letzten Pot des Abends. Ja. Und jubelt. Hier ist der Hand vorm Fahrrad. Kevin schüttelt den Kopf. Lego Mio. Sei ihm gegönnt, sei Bramoon gegönnt. Also, der hat schon ein paar Abende hinter sich, wo er leider abschenken musste. Heute hat er mal wirklich gut gerunnt, wie man so schön sagt im Poker. Ja, also gut gelaufen für ihn. Die Spieler machen einen Chipcount und dann werde ich das amtliche Endergebnis verkünden. Wie immer ohne Gewehr. Die Beziehungsbeamten überzeugen sich noch vom ordnungsgemäßen Zustand des Pokergerätes, in dem Fall Cash and Bar. Der war am Anfang nicht ganz sattelfest. Mal als kurzes Fazit. War ein bisschen viel am Anfang mit der Action nach der langen Pokerpause, hat es aber dann ab dem zweiten Orbit gut hingekriegt und heute auch gut performt. Daumen hoch an Cash and Bar. Ist gar nicht so einfach, wenn man selber dealt, wenn man selber spielt und dann auch noch die ganzen Bets eingibt über diese Tastatur, die ganzen Rebuys macht. Also der war heute schon stabil unterwegs. Klar, Daumen hoch. Ich würde sagen, ich mache uns schon mal ein bisschen Musik auf die Ohren. Mach den Tisch schon mal ein bisschen leiser. Und dann gucken wir uns doch mal das Endergebnis an, wenn die gleich soweit sind. So, das ist jetzt aber... ja doch, da kommt doch Musik. Sehr gut. Ja, also interessante Runde heute auf alle Fälle. Für alle, die zugeguckt haben oder das Replay gucken, da ging schon einiges. Erwartungsgemäß war das auch so bei unserer Runde heute wieder, dass die Spieler so ab, ich sag mal, Orbit 2, Orbit 3, dann langsam anfangen, deeper zu werden. Die letzten zwei Orbits sind sie dann schon 200, 300 Big Blinds deep und dann gibt es eben auch größere Pötte. Da wird Preflop auch mal getreibettet, gevierbettet, auch wenn da nicht jeder für zu haben ist. Cash and Bar, Kevin, das sind alles so, das sind Spieler, die wollen die Action Preflop machen und die hauen dann einen raus. Und so kommen dann auch die großen Pötte zustande oder der größte Pot des Abends. Jetzt bin ich mal gespannt, wann die Spieler soweit sind. Mit dem Chipcount. Ah, Cash and Bar gibt mir gerade grünes Licht. Chipcount ist zu Ende. Also dann schauen wir uns das amtliche. Ja? Nee. Dann schauen wir uns das amtliche Endergebnis an. Da haben wir es. Also, Vize, der große Gewinner des Abends. 7 Lagen im Plus nach dem massiven Pot gegen Cash and Bar. War davor schon im Plus, aber jetzt natürlich massivst im Plus. Räumt die Runde hier quasi leer. Dann haben wir als nächsten Bramroon, der hier 4,5 Lagen im Plus ist. Birk 3,15 schafft es noch in die Pluszone. Bei Birk auffällig der Graf heute am volatilsten, wie man sagt. Also da ging es hoch und runter. Pocahontas, die war, ich sag mal, stabil, ging auch nicht so viel an Starthänden, aber sie hat sich so knapp um die Nulllinie eingependelt. Pfeifenwegs hatte kurze Momente, vor allem hatte er gute Starthände, aber im entscheidenden Moment ist es mit ihm durchgegangen. Ass König wurde ihm zum Verhängnis. Hat schon schlecht angefangen, hat auch schlecht geendet und ist völlig zu Recht. Pfeifenwegs in den roten Zahlen mit 6,40. Cash and Bar 23 in den Miesen. Der hatte wenig Hände, war aber bereit, ums Maximum zu spielen und nach der großen Hand gegen Vize 2 Lagen im Minus. Kevin war auch bereit, einiges zu spielen, hat einiges gespielt und ist am Ende 4 Lagen im Minus. Also für Kevin kann man nur sagen, Hut ab. Der wollte heute, aber es hat leider nicht so funktioniert.
Fischi hat auch einiges probiert. Bei dem lief allerdings nicht so viel zusammen. Und Fischi schließt mit 4,5 Lagen im Minus ab. So, wir schauen uns den VPIP an. Erwartungsgemäß Birk, der aktivste Spieler des Streams mit 70%. Kevin 60%, Vize mit knapp 60% und der Rest im üblichen. Maroon und Pocahontas heute ein bisschen reservierter oder zurückhaltender. Dann haben wir noch den PFR. Wer war am aggressivsten? Auch hier haben wir Kevin mit 33% Preflop Raise. Cash and Bar und Birkules waren noch aktiv. Der Rest doch sehr passiv und verhalten bis nicht existent. Also Preflop Raise, ein großes Leak an diesem Tisch, kann ich da nur sagen. Winrate, hier haben wir Maroon. Der hat es irgendwie geschafft, die meisten Pötte zu ziehen. Auch trotz teils fragwürdiger Plays, wie er dann im Replay sehen wird. Äußerst fragwürdigster Plays hat er es geschafft, weil er einfach immer die beste Hand hatte. Also von daher sei ihm auch gegönnt. Kevin noch bei 33%, auch wenn er die große Hand jetzt gegen Cash & Bar abgeschenkt hat. Und am Ende hat der Kevin einfach noch ein bisschen juckeln wollen. Das hat man dann gemerkt. Ja, Fischi fällt ein bisschen ab. Der hat heute einfach keine Hände gemacht oder gehabt und keine Showdowns gewinnen können. Da hat es einfach schlicht an guten Händen gefehlt. Ja, und so würde ich sagen, geht dann der Stream zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ihr das Replay geguckt habt. Mir hat es gefallen, hat Spaß gemacht. War eine gute Runde, auch wenn es sehr warm war, mit sommerlichen Temperaturen. Wir machen jetzt nochmal eine kleine Stream-Pause und vor allem eine Umbaupause. Im Juli wird hier nochmal groß umgebaut. PC, Technik, Software wird alles nochmal umgestellt. Und dann gibt es am 27.07. unseren nächsten Stream, das Staffelfinale der Staffel 2. Dann gibt es auch vielleicht schon die Ad-Abrechnung, das gucken wir dann mal. Und dann gucken wir mal, was die neue Technik bringt. Ich bin zufrieden mit dem Stream. Ich bin zufrieden mit der Action. Ich bin zufrieden mit dem größten Pot des Abends. Vielleicht vermeintlich der größte Pot der Season. Mit dem Play der Spieler bin ich vermeintlich zufrieden. Aber gut, das Ergebnis zählt ja, ne? Ist ja wie, wenn Deutschland spielt und es am Ende gewinnen, sind ja auch alle zufrieden, ne? Muss ja nicht immer gut sein und schön. Alles klar. Von daher, schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag, schönen Morgen, was auch immer, wann auch immer ihr es schaut. Ich würde jetzt mal sagen, für heute lassen wir es mal gut sein. Ja, adios. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Macht's gut. Ciao, ciao.